du bist meiner, du bist das Objekt meiner staatlichen Interessen. Das heißt, am Ausgangspunkt jeder Staatsbürgerentscheidung steht nicht der freie Wille des Menschen, sondern steht ein staatlicher, in Rechtsform abgewickelter Gewaltakt, der entscheidet über Staatsbürgerschaft. Und gegen diese Entscheidung ist auch erst einmal zunächst nichts zu machen. Und gegen den macht auch in der Regel niemand etwas. Das fällt den meisten Menschen überhaupt nicht ein. Es ist ihnen in der Regel völlig selbstverständlich, dass nicht ihr Wille, dass nicht ihr freier Wille über ihre Staatsbürgerschaft entscheidet. Also, alle Menschen, die auf diese Art und Weise mit der gleichen Staatsbürgerschaft versehen sind, die bilden dann das sogenannte Staatsvolk. Und das ist dann sein Staatsvolk. Und dieses Sein ist ernst zu nehmen. Wenigstens der Staat nimmt dieses Possessivpronomen, sein Staatsvolk, sehr ernst. So, das ist erstmal mein erstes Argument. Staatsbürger wird man nicht per freiem Entschluss, sondern Staatsbürger wird man aufgrund eines gesetzlichen Gewaltaktes des jeweiligen Staates. Mein zweites Argument. Weshalb und wofür verfährt der Staat so? Weshalb sorgt er für ein unabhängig vom Willen der hier lebenden Menschen zusammengefasstes Volk von Inländern? Das hat seine Gründe. Die Zusammenfassung der Menschen zu einem Staatsvolk ist nämlich weit mehr als nur die formelle Vergabe eines Passes an diese Menschen. Mit ihrer Einsortierung als Inländer sind alle diese Bürger nämlich zugleich, und das ist das erste ganz Wichtige, materiell auf die hiesigen Verhältnisse verpflichtet, auf die Verhältnisse, die der Staat auf seinem Territorium, das heißt bis zu seinen Landesgrenzen, bis zu denen er seine Gewalt auch durchsetzen kann, durchgesetzt. Nochmal so gesagt. Kaum als Kind deutscher Eltern per Gesetz zum Deutschen erklärt, zum angehenden Mitglied des deutschen Staatsvolks erklärt, ist damit schon, mit dieser Zuordnung, schon festgelegt, was so ein Mensch als Teil des Staatsvolkes zu tun und zu lassen hat. Der hat in der hier herrschenden Ökonomie, in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus, egal wie ihr es sagen wollt, sein Leben zu organisieren. Er hat damit zurechtzukommen mit den Kriterien, die da gelten. Das ist sein Alltag als Bürger, als Inländer. Und die schreibt ihm so ziemlich jede Lebensregung vor. Das beginnt mit der Verpflichtung auf Geld als dem einzigen Zugangsmittel zu Lebensmitteln, darin eingeschlossen die Verpflichtung auf die Achtung des Eigentums, auch wenn man selber fast überhaupt nichts davon hat, schließt ein die Verpflichtung, Repräsentanten der Staatsgewalt zu achten, aber auch so ganz scheinbar harmlose Geschichten sind darin eingeschlossen, in dieser Zuordnung, du bist deutscher Bürger, der ist verpflichtet, eine Schule zu besuchen, er ist verpflichtet auf eine bestimmte Sprache, die heißt dann Amtssprache, und so weiter und so fort. Er muss jeden Ortswechsel melden bei Behörden, er muss jede Änderung seines Familienstandes bei Behörden melden, all das will der Staat wissen. Das heißt, auf diese Art und Weise ist der Bürger mit der Erklärung, staatlichen Erklärung, du bist mein Staatsbürger, verpflichtet, das Leben unter den hier ihm vorgegebenen ökonomischen und sozialen Bedingungen zu organisieren. Er kann sich als Inländer nicht einfach ausklinken, er kann nicht sagen, ich bin nicht gefragt worden, ich mache nicht mit, er kann nicht sagen, die Gesetze gelten für mich nicht, ich habe sie nicht mitbeschlossen, all das geht nicht. Auch da wird er als willentlich handelnder Mensch nicht gefragt. In der Staatsbürgerschaft ist das nicht eingeschlossen, dass er austreten kann, sondern es ist sogar verboten. Einfach abhauen geht nicht. Hierzulande ein Leben getrennt von und fern der Gesetze
und der sonstigen Regeln zu leben, geht auch nicht. Übrigens, selbst die Staatsbürgerschaft verlassen ist nicht eine Sache des freien Willens, sondern da bedarf es sogar einer doppelten staatlichen Entscheidung. Da muss er aus der hiesigen Staatsbürgerschaft vom Staat förmlich entlassen werden und muss einen anderen Staat finden, der ihm die Zusicherung gibt, ja, du darfst mein Staatsbürger werden. Anders geht das nicht. Und da gibt es durchaus Fälle, wo der hiesige Staat sagt, nein, dich lasse ich nicht raus. Oder der andere Staat sagt, nö, die will ich nicht haben. Du bringst nichts mit, was ich brauchen kann. Das heißt zusammengefasst, der Staat ordnet sich mit der Deklaration der Bürger zu Inländern, dieses sein Volk als Grundlage und Mittel, als Grundlage und Mittel seiner Macht unter. Er verfolgt damit natürlich seine ganz bestimmten staatlichen Zwecke. Die bestehen hierzulande, und es ist überhaupt kein großes Geheimnis und es ist auch keine große kommunistische Kritik. Die bestehen hier darin, dass er kapitalistisches Wachstum befördern will. Und mit diesem kapitalistischen Wachstum, das er übrigens auch befördert, indem er sich Zugriff zu fremdem Reichtum verschafft, auch darüber zu sorgen versucht, in der Welt ein gewichtiges Wörtchen über andere Staaten und deren Reichtümer mitzusprechen. Das sind zentrale Ziele des hiesigen Staates, und dafür braucht der Staat das Volk. Und dafür setzt er es in allen Untergliederungen, die es hier gibt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Grundbesitzer, Hausfrauen, Professoren, Studenten und so weiter, entsprechend ein. Deswegen, genau deswegen kann er auch, ich habe es eben schon gesagt, nicht zulassen, dass die Leute, die hier leben, die als Inländer deklariert worden sind, einfach beschließen, wir wollen nach unserer Fasson selig werden. Die Fasson ist vorgegeben. Aus Staatssicht formuliert kann man das nochmal so sagen: Alle, die ich zu Deutschen erkläre, hören auf mein Kommando und sind mir zu Gesetzesgehorsam verpflichtet. Das heißt, verpflichtet in den hier herrschenden politischen, ökonomischen und sozialen Strukturen gemäß ihrer Mittel sich durchzuführen. Das heißt, zusammengefasst meine These 2, mit diesem Rechtsakt Staatsbürger, rekrutiert sich der Staat sein Volk als seine Ressource, als Ressource für seine Interessen, Wachstum nach innen und Hegemonie nach draußen. Meine dritte These. Es hat jetzt sehr nach Unterordnung geklungen. Und es ist es auch. Aber es bleibt nicht bei der Unterordnung stehen. Denn diese Bestimmung, ihr seid Teil eines Kollektivs namens Staatsvolk, so will ich euch haben, so will ich der Staat euch haben, betone ich mal, weil noch sind die anderen ja noch gar nicht gefragt, bedeutet zugleich, und das ist der Witz an der demokratischen Form der bürgerlichen Herrschaft, dass er diese Verpflichtung auf die hiesigen Verhältnisse den Leuten als eine Summe von Freiheiten, als eine Summe von Erlaubnissen, von staatlich gewährten Freiheiten vorstellt. Das klingt zunächst mal sehr paradox. Damit sie, die Bürger, die Inländer, als Ressource funktionieren, damit sie als Ressource für die staatlichen Interessen funktionieren, werden sie in eine Freiheitsordnung entlassen. Komisch. Paradox ist es allerdings nur auf den ersten Blick. Sachlich findet sich sofort das Material dafür. Was darf der Inländer in der Demokratie nicht alles? Wohlgemerkt, nicht alles, was er gerne möchte. Aber was darf er alles? Er darf hierzulande Geld verdienen. Er darf hierzulande auch das Geld nach seinen Kriterien, nach seinem Geschmack, nach seinen Interessen ausgeben.
Sie dürfen dafür die Leute ihr jeweiliges Privateigentum einsetzen. Sie dürfen sich in der Konkurrenz gegen ihresgleichen behaupten mit den dafür vorgesehenen Mitteln. Was sie alles dürfen, ist so gesehen allerdings eine Freiheit mit einem Haken. Es ist nämlich eine Freiheit, die nichts anderes ist, als sich in den gegebenen Verhältnissen nach Maßgabe bestimmter Regeln frei zu bewegen. Dafür sorgt der Staat. Aneignung von Lebensmitteln gehobener Art oder einfacher Art, nur nach Maßgabe des Bedürfnisses, ich gehe in den Laden, habe einen Hunger, einen Durst und hol mir was, das geht nicht. Das ist kriminell, aber ich darf kaufen. Diese Freiheit, ich darf mit meinem Geld machen, was ich will, einen Pullover, einen Schuh oder einen neuen Laptop kaufen, das ist alles erlaubt. Das heißt aber auch nichts anderes, als dass die Redeweise, man darf hierzulande sein Glück machen, nichts anderes bedeutet, als ich habe die Freiheit, mit meiner eigenen Anstrengung und mit meinen Mitteln, entweder ist es eine Ausbildung oder es ist eine Fabrik oder es ist ein Aktienpaket, Geld zu verdienen. Und Geld zu verdienen in der Marktwirtschaft heißt immer, Geld gegen andere Konkurrenten verdienen. Das heißt, die Freiheit ist hierzulande unter Bedingungen gesetzt. Freiheit heißt nicht, du darfst machen, was du willst, sondern Freiheit als staatlich erlaubte Freiheit, das ist der Witz, als staatlich erlaubte Freiheit schließt natürlich ein, dass der Staat die Bedingungen der Erlaubnis formuliert. Und die Bedingungen der Freiheit heißt nichts anderes, dass sie sich hierzulande auf das Geld konzentrieren müssen. Wenn sie es nicht machen, sind sie kriminell. Das Eigentum zu achten haben, wenn sie es nicht machen, sind sie kriminell. Die Hüter des Eigentums zu achten haben, wenn sie es nicht machen, landen sie ebenfalls vor Gericht und sind kriminell. Das war meine dritte Behauptung. Die Unterordnung, die staatlich verfügte Unterordnung über die hiesigen Verhältnisse taucht als Summe von Erlaubnissen auf, als Summe von Freiheiten. Ihr könnt dann auch die anderen Freiheiten alle mit dazu nehmen, Meinungsfreiheit, Streikfreiheit und so weiter, die unterliegen denselben Bedingungen, als Summe von Freiheiten, die alle an die Bedingungen geknüpft sind. Auf jeden Fall die Regeln und Gesetze, die geschriebenen und die ungeschriebenen Gesetze der hier herrschenden Ordnung, bei der Wahrnehmung der Freiheit zu achten. Allerdings, meine vierte These heißt, ist damit das Volk von Inländern noch nicht fertig. Die Verpflichtung auf die kapitalistische Freiheitsordnung, jetzt drücke ich es mal gleich in der Paradoxie aus, Verpflichtung auf eine Freiheitsordnung, reicht dem Staat noch nicht. Er will, gerade weil die Freiheit den Widerspruch an sich hat, dass die Erlaubnis von Freiheit schon mal den einen oder anderen dazu bringen kann, zu sagen, ich mache, was ich will und benutze die Freiheit nicht gemäß der vorgegebenen Regeln. Weil er nicht will, dass hinter jedem Bürger ein Polizist steht, der sagt, so und so hast du deine Freiheit wahrzunehmen, aber so bitteschön nicht, geht der Staat davon aus, dass er ein Volk nicht nur von Inländern, von Bürgern hat, sondern von loyalen Bürgern. Das inländische Volk soll zu dieser Paradoxie der Freiheitsverpflichtung loyal stehen. Die sollen sozusagen diese merkwürdigen Lebensverhältnisse, diese Lebensverhältnisse, die sie auf die hiesige Ökonomie, die hiesige Politik verpflichten, aber alles als wahrgenommene staatliche Erlaubnisse freier Wahl, das sollen sie als ihre Sache begreifen. Da sollen sie zu sagen, holla, das ist meins, das ist in Ordnung. Daran, an diesem Übergang,
sich nicht nur den hiesigen Verhältnissen per Freiheitsverpflichtung zu unterwerfen, sondern das loyal zu machen. Da liegt übrigens die ganze Tauglichkeit des Staatsvolkes drin. Nur wenn sie loyal sind, taugen sie für den Staat. Wenn sie all das, was sie machen sollen, immer nur mit Widerwillen machen, mit Widerstand machen, sind sie als Staatsvolk für den hiesigen Staat und seine Zwecke nicht brauchbar. Mit einem in großen Teilen aufsässigen oder widerspenstigen Staatsvolk, sowas soll es ja geben, leider gibt es das hier viel zu wenig, sind keine Erfolge des Standortes, auf dem Weltmarkt, keine Wachstumserfolge zu erreichen. Und mit einem widerspenstigen, aufsässigen Staatsvolk lässt sich auch nicht gut Demokratie machen, denn wer wählt schon als widerspenstiger, aufsässiger Mensch seine Herren freiwillig? Es kommt noch was dazu. Diesen Wunsch nach Loyalität, dieses staatliche Verlangen nach Loyalität, stellt der Staat nicht einfach nur als Antrag an die Leute. Hallo, wie habt ihr es denn? Seid ihr für mich? Seid ihr gegen mich? Und wartet ab, bis das Volk sagt, ja, oder wir möchten vielleicht was anderes, oder dies nicht, oder doch, und so weiter. Sondern er geht in der Bestimmung, in der politischen Bestimmung von Staatsvolk, wie selbstverständlich davon aus, dass die Leute, die er zu Staatsbürgern gemacht haben, loyale Staatsbürger sind, dass die Loyalität wie an ihnen existierende Eigenschaften kleben. Richard von Weizsäcker, ein ehemaliger Bundespräsident, hat das mal so formuliert. Er hat gesagt, Deutscher zu sein, ist die Folge der Tatsache, hier geboren, hier aufgewachsen zu sein, die deutsche Sprache zu sprechen, sich, jetzt kommt hier natürlicherweise zu Hause zu fühlen. Hier aufgewachsen, gleich hier natürlicherweise zu Hause zu fühlen. Ich bin Deutscher wie ein Franzose, ein Russe ist. Wir sind Menschen wie andere auch und wir lieben wie Sie unsere Heimat. Das ist eine Selbstverständlichkeit, mit der der Staat sagt, ich erlaube euch so viele Freiheiten, denn gehe davon aus, dass ihr mir das mit Loyalität, ich kann auch sagen, mit Patriotismus, mit Nationalismus honoriert. Fünftens. Diese verlangte und unterstellte Loyalität des Staatsvolkes hat natürlich im Urteil des Staates seine negative, seine ausgrenzende Seite. Der Staat schreibt nämlich mit der Deklaration von Menschen zu Inländern und ihrer näheren Bestimmung, die ich in den ersten vier Punkten erläutert habe, zugleich fest, wer nicht dazu gehört. Er schreibt damit die Ausgrenzung der Ausländer mit der Bestimmung der Inländerkategorie fest. Alles, was jenseits der Grenzen seines Territoriums lebt, was nicht seinem Gewaltmonopol, nicht seiner Raison, seiner Staatsraison unterliegt, sondern dem Gewaltmonopol eines anderen Staates, der Raison eines anderen Staates unterworfen ist, gehört nicht zu seinem Staatsvolk. Da mögen die Menschen jenseits der Grenze die gleichen Probleme haben wie diesseits. Sich ebenfalls nach Lohnarbeiter oder Chefs, nach ledig und verheiratet, nach links und rechts sortieren, vielleicht sogar verwandt sein, das macht alles nichts. Eines steht für den Staat fest, die gehören nicht zu ihm und deswegen nicht zur nationalen Volksgemeinschaft, aus dem schlichten Grunde, weil sie nicht unter seinem Kommando, weil sie nicht unter seiner Gesetzeshoheit stehen. Diese Ausgrenzung, diese sehr prinzipielle Ausgrenzung von Ausländern ist damit natürlich genauso wenig eine bloß formelle Ausgrenzung, wie die Eingrenzung der Inländer auch keinesfalls nur eine formelle ist. Passvergabe.
Sie ist gleichfalls diese rohe Abstraktion von all dem, was die Menschen sind und wollen. Welcher Ausländer, was der Ausländer will, was er hier will, wie er beisammen ist, ob er Kriegsflüchtling ist, ob er Wirtschaftsflüchtling ist, interessiert alles nicht. Er ist bestimmt als jemand, der erst einmal nicht hierher gehört. Er wird also genommen als Angehöriger eines fremden Staates, ja sogar als Repräsentant des fremden Staates. Und das heißt, diese Ausländer sind für den hiesigen Staat eben zugleich durch dasselbe bestimmt, was er von seinen Inländern verlangt, nämlich durch Loyalität zu ihrem Heimatstaat. Genauso betrachtet sie der deutsche Staat. Wie seine eigenen Bürger. Bloß eben mit dem Unterschied, dass die sich durch Loyalität zu einem fremden Staat auszeichnen, seinem Urteil nach. Wie gesagt, die Abstraktion gilt. Es interessiert ihn erstmal gar nicht, wie die persönlich darüber denken. Da macht der Staat eben keine Befragung der Ausländer. Wie seid ihr drauf? Was wollt ihr? Wie denkt ihr? Ermittelt nicht, was mit ihnen in ihrer Heimat passiert ist. Was sie hierher treibt, kommt vielleicht später mal. Sie sind, wenn sie hierher kommen, hier anklopfen oder nicht anklopfen, sondern durch Grenzlöcher schlupfen, zunächst einmal automatisch verdächtigt von der hiesigen Herrschaft, verdächtigt hierzulande, für sie also in der Fremde, immer noch die Sache ihres Heimatstaates, dem sie nach Auffassung des Staates loyal verbunden sind, zu verfolgen. Dieser Verdacht gegenüber allem Ausländischen ist die grundlegende Bestimmung des hiesigen Staates in der gesamten Ausländerpolitik. Und der ist nichts anderes als die Widerspiegelung der ebenfalls sehr abstrakt brutalen Inländerbestimmung. Staatsvolk ist loyaler Bestandteil, loyaler Besitzstand der Herrschaft und hat das als seine Eigenschaft intus zu haben. Und das kann auch der Angehörige eines fremden Staates nicht so ohne weiteres abstreifen, sagt der hiesige Staat. Deswegen Verdacht. Der Verdacht, einer falschen Herrschaft zu dienen, ist also die erste und bleibende Bestimmung eines jeden Ausländers, der hier um Asyl, Arbeit oder gar um neue Staatsbürgerschaft nachsucht. Wie potenzielle Feinde, wie eine Art fünfte Kolonne ihrer Heimat, wie Schläfer, kennen wir aus der Terrorismusdebatte, wie Schläfer, die der fremden Sache letztlich immer noch dienen wollen, betrachtet er sie. Wer das nicht glaubt, soll sich mal überlegen, wenn er es weiß, ist es okay, sonst sage ich es eben, wie beispielsweise im Zweiten Weltkrieg mit Staatsbürgern verfahren sind, die einen Migrationshintergrund haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Amerika hat der amerikanische Staat nach dem Überfall auf Pearl Harbor alle Amerikaner japanischer Abstammung, egal ob sie in der ersten, zweiten, dritten, vierten Generation japanischer Abstammung waren, kaserniert. Hat sie aus ihren Häusern rausgeholt und in Lager verfrachtet. Nichts anderes als das, übrigens die Franzosen haben es genauso gemacht, die Engländer haben es auch so gemacht, mit ihren auslandsstämmigen Inländern. Immer auf der Grundlage des Verdachts, gerade wenn das Verhältnis zu dem Staat so prekär ist, zu dem Fremdstaat, dass aus der Konkurrenz gerade Krieg geworden ist, da kann ich doch diesen Inländern mit Migrationshintergrund überhaupt nicht mehr trauen, kaserniert. Das, wie gesagt, ist die zentrale Bestimmung des Ausländers, die das Resultat der Sortierung nach Innen- und Ausländern ist. Da wird zum ersten Mal richtig deutlich, wie ungemütlich die Kategorie Ausländer ist, ganz abgesehen davon, dass die Kategorie
des Inländers, so wie ich sie bestimmt habe, natürlich nicht gemütlich ist, sondern auch nicht gemütlich ist. Mein sechster Punkt. Ich bin in den ersten 5 Punkten davon ausgegangen, wie der Staat sein Volk bestimmt. Ich kann auch sagen, wie er es haben will. Welches Ideal vom Volk, von seinen Inländern, er hat. Nun verhält es sich jedoch so, dass diese staatliche Inländerbestimmung und alles, was daran hängt, damit noch längst nicht automatisch zur Sache aller hier lebenden Menschen wird. Das nicht. Deswegen habe ich betont, so sieht es der Staat, so will er es haben, so hat er es vorbereitet, so hat er es verfügt. Aber bei aller Gewalt, die bei der staatlichen Volksrekrutierung im Spiel ist, um die kein Mensch herumkommt, den Pass muss er haben und die Gesetze muss er sich halten, so bleibt doch immer noch, getrennt von der notwendigen praktischen Unterwerfung, man muss Geld haben, um einkaufen zu können, die Frage, wie man zu diesen Verhältnissen steht. Diese Entscheidung, diese Frage kann der Staat niemandem abnehmen, er hätte es gerne, deswegen hat er ja auch Loyalität, ich erinnere an das von Weizsäcker Zitat, fast wie eine Wesens-, fast wie eine Natureigenschaft des jeweiligen Staatsbürgers charakterisiert. Aber die Frage, wie man hierzulande zu den Verhältnissen, denen man sich unterwerfen muss, steht, das ist eine Frage, die liegt tatsächlich in der freien Entscheidung des Menschen. Das ist das Resultat seines Nachdenkens über die hiesigen Verhältnisse. Und da kommt es vor, ich hoffe, dass einige von denen ich jetzt reden werde, die hier sitzen, da kommt es vor, dass einige sagen, ich komme zwar nicht drum herum, mich in diesen Verhältnissen praktisch erstmal anzubequemen, aber deswegen finde ich sie noch längst nicht gut, sondern kritisiere sie. Bin ein Kritiker von Staatsgewalt, bin ein Kritiker von Herrschaft, bin ein Kritiker von kapitalistischer Eigentumsstruktur, bin ein Kritiker von Geldwirtschaft. Das ist übrigens schon was. Es ist nicht nichts, sondern es ist schon was. Also, das loyale Bekenntnis, was der Staat einfordert und von dem er wie von einer Selbstverständlichkeit ausgeht, ist eben keine Zwangsläufigkeit. Man kann sich dafür entscheiden oder theoretisch wenigstens erstmal dagegen entscheiden. Und wer sich den Zwangszusammenhang seiner Deutschwerdung, alles, was ich in den ersten 4 Punkten erklärt habe, mal richtig klar macht, wer sich den Zweck klar macht, dem der Mensch als Angehöriger des deutschen Volkes zu dienen hat, und wer eine vernünftige Bilanz über sein Leben mal anstellt, was habe ich eigentlich von Deutschland, der, würde ich mal sagen, wird nicht ohne weiteres zu diesem loyalen, patriotischen Anhänger des Staates. Ich würde mal sagen, eher das Gegenteil wird für die Mehrheit der Menschen zutreffen, deren Leben in der Tat bestimmt ist, durch nichts anderes, Leben bestimmt ist, durch nichts anderes, als sich zu sorgen darum, wie komme ich an Geld für Miete, für Kindererziehung, für Urlaub und so weiter heran. Und es ist die Mehrheit der Menschen hierzu. Nun ist leider, muss ich sagen, das Ärgernis festzustellen, dass die zu Volksdeutschen gemachten und als nützliche Ressource des Staates rekrutierten Menschen mehrheitlich leider nichts anderes zu tun haben, als sich diesen staatlichen Loyalitätsanspruch an sie zu eigen zu machen. Das passiert in sehr auffälligen Formen, wie jetzt gerade bei der Europameisterschaft. Das passiert aber auch im Alltag mit allen Abteilungen des Zuspruchs, den die hiesige Staatsmacht erfährt. Das ist ein Ärgernis. So als ob sie davon überzeugt wären, dass das, was der Richard von Weizsäcker da ausgeplaudert hat, für sie zuträfe. Sagen sie, als Deutscher bin ich doch selbstverständlich für Deutschland. Nichts ist selbstverständlich. Nach den ersten 6 Punkten, die ich
fünf Punkte, die ich genannt habe. Wir sind das Volk. Schon wieder so eine Form der Parteilichkeit, wogleich man sich gleich dem Kollektiv des deutschen Volkes, ungeachtet aller Unterschiede und Gegensätze, die im Volk existieren, die einem das Leben schwer machen, zuerklärt, wir sind Exportweltmeister, wir sind Fußballsieger, wir sind Papst oder ähnliches. Das legen sich sehr viele Deutsche, ich will gar nicht sagen, wie viel, ich will auch nicht sagen, wie viel Prozent es sind, es sind leider viel zu viel, als die ureigenste Bestimmung ihrer Persönlichkeit und nicht selten auch noch als einen Vorzug, der sie gegenüber anderen Ausländern eben charakterisiert zurecht. Sie sehen das in der Tat so, wie es Richard von Weizsäcker Ihnen vorbuchstabiert hat, von Natur aus liebe ich doch meine Heimat. Das ist ein Urteil, das sich frei macht von jeder Bilanz darüber, wie eigentlich das Leben unter diesen Freiheitsstallen, wie es Heinrich Heinemann treffend gesagt hat, organisiert. Siebtens. Mit dieser Parteilichkeit, die leider hier ziemlich durchgesetzt ist, stellen diese Menschen, ich nenne sie jetzt mal gleich Patrioten oder Nationalisten, es ist dasselbe, wer das nicht glaubt, kann nachher nochmal nachfragen, stellen sie also mit dieser Parteilichkeit das eingerichtete Verhältnis zwischen dem Staat und sich selbst auf den Kopf. Dass sie hier leben dürfen, dass sie sich hier frei bewegen dürfen, dass sie hier frei einkaufen dürfen, dass sie hier frei meinen, frei glauben, frei heiraten dürfen, also hier ihr Glück machen dürfen. Alles Erlaubnisse, die sie schätzen und dabei den Haken dieser Erlaubnisse unterschlagen. Alle staatlichen eingeräumten Freiheiten, ich habe es unter Punkt 4 erwähnt, sind nichts anderes als die Freiheitsform, die demokratische Freiheitsform der Indienstnahme der Menschen. Und wenn obendrein auch noch in der Schule bei einem beigebracht wird, hier herrscht Freiheit, drumherum DDR, Sowjetunion, Faschismus, alles Unfreiheit, wird durch diesen ganz falschen Vergleich natürlich der Mensch erst recht zum Anhänger dieses Freiheitsverhältnisses. Es steht also in der Parteilichkeit alles auf dem Kopf. Sie rechnen sich die staatlichen Bedingungen ihrer Unterwerfung unter kapitalistische Lebensverhältnisse als Dienst des Staates, als Freiheitsdienst des Staates an Ihnen zurecht. Ich darf doch, hat der Staat eingerichtet, muss ich ihm dankbar für sein. Aber was darf ich? Der Inhalt des Dürfens ist nichts anderes als, ich habe mich diesen Verhältnissen, diesen ökonomischen Verhältnissen zu unterwerfen. Übrigens, diese verbreitete Parteilichkeit, dieser verbreitete Nationalismus im deutschen Volk, schließt natürlich auch eine Parteilichkeit ein zum Standpunkt, den der Staat zu Ausländern einnimmt. Ganz klar, wenn das mein Staat ist, dann sind die Ausländer welche, die, das habe ich ja gelernt, nicht hierher gehören. Die sind nicht zu, gehören nicht zum deutschen Volk, sondern sind hierzulande nicht gern gesehen, sie sind Parasiten und manchmal noch Schlimmeres. Fazit aus dem Punkt Nummer 7. Es ist festzuhalten, dass die praktizierte Ausländersortierung des Staates, die Sortierung der Menschen nach In- und Ausländern, der Grund der Ausländerfeindlichkeit der Menschen ist. Eigentlich ist es eine Banalität. Der Staat verfügt darüber und sagt, ihr seid die Inländer, eure Parteilichkeit schließt ein, dass ihr parteilich seid für meinen Verdacht gegenüber den Ausländern. Und der Grund für die Ausländerfeindlichkeit ist die nationalistische Stellung der Bürger dazu.
Nochmal, Grundlage der Ausländerfeindlichkeit ist die Sortierung, Grund ist die nationalistische Stellung, die sie gelernt haben. Die sie gelernt haben von ihrem Staat. Nun stellen sich These 8 regelmäßig, auch wenn der Staat hinsichtlich der Loyalität im Großen und Ganzen mit seinem Volk zufrieden ist, schon hier und dort Zerwürfnisse ein. Und zwar, ich bleibe mal bei der Ausländerfrage, die ist ja jetzt das Thema, und zwar Zerwürfnisse zwischen dem Staatsvolk von Patrioten und dem Staat. Deshalb, weil der Staat schon mal Ausländer hierher holt, sogenannten Gastarbeiter. Sie nicht gleich wieder heimschickt, wenn sie mal Spaß über die Grenze kommen. Erzogen dazu, zu sagen, die gehören nicht hierher, soll der Bürger sich zugleich daran gewöhnen, neben ihnen zu leben und mit ihnen zu arbeiten. Und zwar auch qua staatlicher Ausländerpolitik. Und das will vielen nicht in den Kopf. Das führt zu Zerwürfnissen. Debatte? Wollen wir es gleich machen oder nachher? Nachher. Also immer dann, wenn der Staat sich neben dem inländischen Staatsvolk auch noch Ausländer vorübergehend oder dauerhaft als rein ökonomische Ressource einverleibt, kriegt er Probleme mit Teilen seines Volkes, mit Teilen seines Staatsvolkes, die er als Inländer gerade gegen die Ausländer, die nicht hierher gehören, zusammengeschweißt hat. Dabei kann man dem Braven und jetzt angesichts solcher Ausländerpolitik dann schon irritierten Bürger gar nicht vorwerfen, dass dieser Bürger seine Herrschaft missverstanden hätte. Den Generalton seiner Stellung zu den Ausländern hat dieser Bürger, der jetzt ärgerlich ist, was machen denn die Ausländer hier, schon völlig korrekt verstanden. Er hat ja gelernt, Ausländer gehören nicht hierher. Nur eines hat er vielleicht nicht verstanden. Die Verdachtshaltung des demokratischen Staates, ich bin beim demokratischen Staat, heißt nämlich nicht, dass Ausländer hier generell nichts zu suchen haben. Die Verdachtshaltung, die bleibende Verdachtshaltung, die der gesamten Ausländerpolitik zugrunde liegende bleibende Verdachtshaltung, heißt nicht, euch will ich nicht haben, sondern heißt, wenn ich feststelle, dass ihr mir in der einen oder anderen Hinsicht als Billigarbeiter, als ergänzende Reserve auf dem Arbeitsmarkt, als Sportcracks, als Green Card Informatiker und so weiter von Nutzen sein, dann überprüfe ich schon mal meine prinzipielle Verdachtshaltung gegenüber den Ausländern. Und wenn dann meine Überprüfung so ausfällt, dass mir der Dienst der Ausländer auf dem hiesigen Arbeitsmarkt wichtig ist, dann nimmt er nicht Abstand von der Verdachtshaltung, sondern relativiert die Verdachtshaltung. Er relativiert sie am nationalen Nutzen, den solche Ausländer für ihn dann haben. Er gibt also die Verdachtshaltung nicht auf. Ich will das mal vorführen. Je nachdem, welches Interesse der Staat an Ausländern hat, in allen Abteilungen der Ausländerpolitik zeigt sich diese Verdachtshaltung. Die meisten, die Ausländer, die hier in das, in Anführungszeichen, gelobte Land wollen, die weist er gleich an den Grenzen ab. Da ist es sowieso klar. Da ist keine Relativierung der Verdachtshaltung, da ist der Verdacht gleich von vornherein das bestimmende politische Handlungsmoment. Wenn er bestimmte Leute reinlässt, bestimmte Ausländer reinlässt, dann lässt er sie für bestimmte Zwecke, für bestimmte Zeit und unter bestimmten, klar reglementierten Bedingungen als Teil der hiesigen Arbeiterbevölkerung nützliche Dienste verrichten. Warum wohl bestimmte Kontingente für bestimmte Zeit, für bestimmte Zwecke?
Ja, danach, wenn Sie Ihren Dienst erledigt haben, sollen Sie wieder gehen. Dann haben Sie hier nichts mehr verloren. Also in der Kontingentierung, personellen, zeitlichen Beschränkungen und so weiter, zeigt sich die Verdachtshaltung erneut. Selbst bei denjenigen, denen hierzulande das Angebot gemacht wird, ihr dürft Antrag auf Staatsbürgerschaft stellen. Selbst bei denen ist die Verdachtshaltung nicht durchgestrichen. Wer hierzulande die Integrationskurse absolviert, der muss sich als 150-prozentiger Deutscher vorführen, der muss sich mit Eigenschaften präsentieren, Kriterien erfüllen, bei denen 70% der Deutschen durchfallen würden. Nur dann kommt der Staat auf die Idee und sagt, wenn dies der Fall ist, dann glaube ich diesem Ausländer, dass er mit seiner Anstrengung, mit seiner Rechtskonformität, mit seinem Willen zum Deutschtum hierzulande seinen Ausländerstatus überwinden kann. Nur dann. Übrigens, selbst wenn er dieses Urteil hat und dann Inländer ist, die Staatsbürgerschaft, was ist er denn für ein Inländer? Dann ist er Inländer mit Migrationshintergrund. Und dann passieren solche Sachen, das ist mir neulich gerade wieder eingefallen, als die deutsche Nationalmannschaft gegen die Türkei spielte, war das Problem, ob man Mesut Özil spielen lassen kann. Höflich formuliert hieß es, er hätte vielleicht einen Gewissenskonflikt. Aber was heißt denn da Gewissenskonflikt? Das ist nichts anderes als das Festmachen des Verdachtes, ja, ob er dann vielleicht doch mehr für die Türken spielt oder den einen oder anderen Pass nicht schlägt und so weiter und so fort. Das nur als kleines, aus aktuellem Grunde gewähltes Beispiel. Dann sind Sie Ausländer mit Migrationshintergrund. So werden Sie auch in der Statistik, auch in der Kriminalstatistik geführt. Und was mit Ihnen passieren kann, dafür stand das Beispiel mit Amerika vor. Meine vorletzte These. An diesen Zerwürfnissen des Staates mit seinem Volk, jetzt nur in Sachen Ausländerpolitik, arbeitet der Staat. Der versucht, seine Bürger zu überzeugen. Er versucht, sie davon zu überzeugen und zu sagen, nein, ich kehre meine Stellung zu den Ausländern nicht rum. Wenn die Mohren hier ihre Schuldigkeit getan haben, dann haben sie wieder zu verschwinden oder sie haben sich zu assimilieren, sprich 150-prozentige Deutsche zu werden. Aber all jene Nationalisten, die sich auf das Prinzip der demokratischen Ausländerpolitik berufen, das Prinzip heißt Verdacht, die gehören nicht hierher, werden damit natürlich nicht beruhigt. Und die machen dann schon mal den Übergang in der puren Anwesenheit von Leuten, von denen sie sagen, die gehören nicht hierher, so etwas wie die Beschädigung der Volksidentität zu sehen. Solche deutschen Nationalisten werfen dann der nationalen Führung vor, nicht nur, dass sie die falsche Ausländerpolitik machen, das bewegt sich alles noch im Rahmen demokratischer Kritik, sondern dass sie, das ist jetzt der entscheidende Übergang, die Volksidentität aufs Spiel setzen, die deutsche, die Substanz der deutschen Nation aufs Spiel setzen, sprich Verrat am Allerheiligsten der nationalen Volkssubstanz üben. Das ist der entscheidende Übergang, jetzt von meinem Punkt 8 zu Punkt 9. Das Zerwürfnis, von dem der Staat sich abarbeitet, indem er seine Bürger immer noch überzeugt, führt bei manchen dazu, dass sie sagen, nein, das ist ein Vergehen gegen das Allerheiligste, was du uns ja auch versprochen hast. Wir sind das autochthone deutsche Volk und die gehören nicht hierher. Und der Übergang zum Urteil Verrat kennzeichnet dann den Übergang vom kritischen Nationalisten zum enttäuschten Nationalisten und der ist der Ausgangspunkt für den Rechtsextremismus, für den Neofaschismus. Übrigens auch den Rechtsextremen kann man deswegen erstmal nicht vorwerfen, dass sie den Standpunkt des demokratischen Staates zur Ausländerfrage völlig verkehrt hätten oder missverstanden hätten. Das wirklich.
Denn Rechtsextreme und Neonazis teilen den Befund, von dem auch der demokratische Staat dem Prinzip nach ausgeht, nämlich dass Ausländer nicht hierher gehören. Allerdings weisen Neofaschisten und Rechtsextremisten die Relativierung der Verdachtshaltung am nationalen materiellen Nutzen zurück. Sie haben nämlich den völkischen Gehalt demokratischer Ausländerpolitik, dass jeder Bürger hierzulande seiner Bestimmung nach Inländer ist, ein Stückchen weiter gedreht, theoretisch und später auch praktisch, als es die demokratische Politik tut. Sie sagen nämlich, dass der Mensch Deutscher ist, das ist nicht nur eine staatliche Zuschreibung des Menschen per Gesetz, sondern das ist seine tatsächliche Natur- und Wesensbestimmung. Die Menschen können gar nicht anders, als in Deutschland deutsch zu fühlen und in England englisch zu fühlen, mit ihrer andersartigen Natur, die auch, wie gesagt, eine Naturgeschichte ist, müssen dann natürlich die Ausländer hierzulande der deutschen Volksidentität Schaden zufügen. Die Nazis, die Neonazis, verfolgen also das völkische Prinzip der Sortierung der Menschen nach In- und Ausländern, wie sie der demokratische Staat macht, fanatisch. Machen das, was der Staat mit Menschen macht, erklären das zur Natur des Menschen. Sodass die zentrale Differenz zwischen Demokratie und Faschismus in der Ausländerfrage, und ich behandle hier nur die Ausländerfrage, zusammenfassend wirklich in nichts anderem besteht als im Folgenden. Demokraten relativieren den völkischen Gehalt der Sortierung zwischen In- und Ausländer an Fragen des nationalen Nutzens. Und das lehnen Faschisten. Das lehnen Faschisten. Gerade mit dem Übergang zur Eindeutschung von Ausländern, zur Integration von Ausländern. Das ist es in der Ausländerfrage und mehr ist es auch nicht. Und die Frage, wie viel da jetzt Gemeinsamkeit ist und wie viel der Differenz ist zwischen Demokratie und Faschismus, das einzuordnen, will ich euch allen selber überlassen. Jetzt fehlt nur noch der Übergang zum nationalsozialistischen Untergrund. Der war ja der Ausgang. Der Schluss auf das, was die Politik Rechtsterrorismus genannt hat. Also der Übergang auf die private Gewalt gegenüber Ausländern, der Übergang zum organisierten Umbringen von Ausländern. Der NSU besteht nicht nur aus enttäuschten Nationalisten, von der hiesigen demokratischen Politik enttäuschten Nationalisten, die dem demokratischen Staat Verrat an der Volkssubstanz vorwerfen, sondern der NSU ist doppelt enttäuscht. Von der Demokratie und von der eigenen Partei. Von der eigenen Partei, von der NPD, die zwar ihrem Urteil nach, der sie zwar ihrem Urteil nach nahestehen, wo aber die Enttäuschung in den Worten deutlich geworden ist, die sie damals in der DVD ausgesprochen haben, auch die NPD lässt den Worten keine Taten folgen. Das ist der Übergang, den sie gemacht haben. Wenn die Ausländer schon nicht hierher gehören, wenn sie schon die Störung des Deutschen, die Zerstörung der deutschen Volkssubstanz ist, dann muss man Deutschland ausländerfrei machen. Und machen wir uns ans Werk. Das ist der Übergang, den die gemacht haben. Da gibt es also welche in der rechtsextremen Szene. Das ist kein zwangsläufiger Übergang vom Neofaschismus zum NSU. Aber da gibt es welche in der Szene, die halten halt das Zusammenleben mit Ausländern in ihrem Vaterland nicht mehr aus. Da wird die faschistische Kritik an der demokratischen Ausländerpolitik zu einem persönlichen Problem, zu einer Frage ihrer persönlichen Existenz,
Sie halten es nicht aus. Sie fühlen sich hier tatsächlich persönlich geschädigt durch die Anwesenheit von Ausländern. Und diese Übersetzung ihres politischen Vorhabens in einen Angriff auf ihre Persönlichkeit ist zugleich der Grund für diese Mordtaten, die jahrelang unentdeckt geblieben sind. Das ist mein letzter Punkt gewesen. So verrückt dieser Standpunkt des NSU auch ist, so sind diese Nazis doch keineswegs verrückt im klinischen Sinne. Irre. Sie sind nur, sage ich mal, der vorläufig praktische Endpunkt eines Befundes, der mit der staatlichen Menschensortierung nach In- und Ausländern, siehe meine These 1, in die Welt gekommen ist, demzufolge sich die Eigenart der Menschen nicht aus dem ergibt, was sie sind, was sie denken, was sie an materiellen Lebensumständen ihr eigen nennen und so weiter, sondern die Eigenart der Menschen in nichts anderem primär besteht als in der erzwungenen Zugehörigkeit zu einem Staatsvolk. Und mit der ist dann für die Rechtsextremen ihre Art völkisch definiert. Die völkische Definition der Art durch die Demokratie lässt Spielräume zu, bei den Faschisten nicht. Übrigens, kleine Fußnote dazu, wenn man sich das mal so klar macht, dann wird vielleicht auch mal deutlich, dass dieses Urteil über den Breivik, über den Norweger, der sei durchgeknallt, ja, der hat eine ähnliche Logik verfolgt. Der hat bloß gesagt, die Ausländer, in dem Fall die Angehörigen der islamischen Religionsgemeinschaft, über die hat dasselbe Urteil gehabt, zerstören die Lebensbedingungen, die Werte der weißen Mitteleuropäer. Jetzt hat er sich nicht an denen vergriffen, sondern hat gesagt, ich muss jetzt die Verräter hinrichten. Und hat sich am Nachwuchs der Sozialdemokratie Norwegens vergangen, hat die hingerichtet. Also nicht die Ausländer, sondern diejenigen, die er dafür verantwortlich gemacht hat, dass sie ungestört, angeblich ungestört, stimmt ja auch gar nicht, hier Zuzug haben. Soweit mein erster Teil. Ich ziehe noch ein paar kurze Schlussfolgerungen daraus. Und sage zu den Schlussfolgerungen gleich dazu, das Wort Schlussfolgerung ist ernst zu nehmen. Was ich jetzt an Schlüssen ziehe, folgt meines Erachtens aus den ersten 10 Punkten. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der das nicht zusammenbringt. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich sage das deswegen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Debatte geht nachher immer über die Schlussfolgerung, aber nie über das, woraus ich sie gezogen habe. Meine erste Schlussfolgerung ist harmlos. Frau Merkel hat natürlich nicht recht. Habe ich jetzt nachgewiesen. Ja, zu diesem demokratisch regierten Gemeinwesen, kapitalistischen Gemeinwesen, gehört die Konstitution des Staatsvolkes als Volk von Patrioten. Da wird schwer dran gearbeitet. Und immer dann, wenn Patrioten unzufrieden sind, damit, dass in dem Fall Ausländer, ich könnte es auch an anderen Beispielen, die Faschisten ärgern machen, Ausländer ihrer Auffassung nach die deutsche Volkssubstanz zerstören, werden sie zu Kritikern dieses, werden sie zu faschistischen Kritikern dieses Gemeinwesens theoretischer und praktischer Natur. Die einen als Partei, die anderen als Mordbande. Also Frau Merkel hat nicht recht, aber Frau Merkel hat ihren Spruch ja auch nicht als wissenschaftliche Aussage genommen, sondern das war eine Botschaft an das deutsche Volk. Deswegen habe ich auch keine Lust, mit ihr über meine 10 Thesen zu diskutieren. Sie würde sie auch nicht anhören wollen. Die Botschaft an das deutsche Volk, die damit von ihr in die Welt gesetzt war, ist: Liebe deutsche Mitbürger, das, was die da gemacht haben, gehört sich nicht für einen Deutschen. Und dieses, das gehört sich nicht für einen Deutschen, hat sie ausgesprochen als ein Urteil über das gibt es in Deutschland nicht. Empirisch natürlich ein Quatsch. Behauptet worden werden sollen, hütet euch davor,
diese Sorte Umgang mit den Ausländern, das ist nicht deutsch, das ist undeutsch. Sie hat also in ihrer Botschaft die Leute hierzulande gleich nur als Deutsche angesprochen. Nur als Deutsche angesprochen. Und hat sie bei ihrem Patriotismus begriffen. Diese Ansprache an den Patriotismus der Bürger ging sogar noch weiter. Sie hat gesagt, wir müssen uns im Ausland für diese Menschen schämen. Ja, wer schämt sich denn schon für Faschisten? Doch nur dann, wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Und der Merkel offensichtlich die deutsche Staatsbürgerschaft an denen wichtiger ist als ihr Faschismus. Das war meine erste Schlussfolgerung. Meine zweite Schlussfolgerung betrifft den politischen Umgang mit den Faschisten. Es ist gerade wieder die Frage des Verbotes der NPD im Gespräch. Es ist völlig klar, dass das Verbot der NPD, ein Verbot der NPD, an der Gesinnung nichts ändert, die Grundlage ihrer parteilichen Organisation ist. Die Gesinnung, diesen Sumpf des enttäuschten Nationalismus, den ich erklärt habe, der findet immer wieder Nahrung. Den produziert die Demokratie in dieser Weise, nicht nur in der Ausländerfrage, sondern auch in der sozialen Frage, in der Arbeitsmarktfrage und so weiter, immer wieder neu. Der enttäuschte Nationalismus mit den Übergängen zum Rechtsextremismus, zum Verratsurteil, den bringt die Demokratie ständig wieder hervor. Von daher ist so etwas wie das Verbot der NPD überhaupt nicht zu begreifen als eine Maßnahme, um die faschistische Gesinnung auszurotten. Übrigens, das haben, denken die selber auch nicht. Die Politik, die das Verbot propagiert und durchsetzen will ja eine Partei verbieten. Und warum will sie eine Partei verbieten? Eine Partei wird nur dann verboten, wenn und sofern sie das Kartell der bürgerlichen Parteien um eine unerwünschte Konkurrenz bereichert. Das war früher schon zweimal der Fall nach 1945 und das wird jetzt erneut erwogen. Eine Partei verbietet man, weil man sie nicht in dem parlamentarischen Getöber haben will. Sie soll die eingerichtete Konkurrenz innerhalb der bürgerlich-demokratischen Partei nicht durcheinander bringen. Nichts anderes als das soll das Parteienverbot richten. Angriff auf die Gesinnung ist damit überhaupt nicht intendiert, geht auch gar nicht. Wenn Antifas, und es gibt Abteilungen der Antifas, sich diesem Verbotsbegehren anschließen, mit oder ohne Einschränkung, dann muss man sagen, ihr macht einen schweren Fehler. Ihr macht euch als Anhänger des Parteiverbotsverfahrens zu Parteigängern des politischen Anliegens der herrschenden Parteien, die ohne diese Abteilung unerwünschter Konkurrenz ihr demokratisches Machtkartell weiter pflegen werden. Übrigens wollen das die bürgerlichen Parteien am liebsten auch ohne die unerwünschte Konkurrenz von links. Wo es offensichtlich haben sie den Eindruck, wenn man von der kommunistischen Plattform einmal absieht, dass die den Übergang in die Gepflogenheiten der Machtkonkurrenz schon von alleine hinkriegen, ohne dass sie verboten werden. Also, die Parteilichkeit für dieses Verbotsverfahren innerhalb der linken Antifa ist gänzlich falsch. Die NPD ist parteilich organisierte Gesinnung, parteilich organisierte neofaschistische Gesinnung. Sie ist eben nicht nur Meinung, sie ist nicht nur Stammtischräsonnement, sondern hat sich organisiert, um sich an der Machtkonkurrenz zu beteiligen. Das soll verhindert werden. Was die Gesinnung, die sich da parteilich organisiert,
damit nicht aus der Welt ist, habe ich erklärt. Der Grund ist die Inländer-Ausländer-Sortierung. Die Grundlage ist die, nein, umgekehrt. Die Grundlage ist die Inländer-Ausländer-Sortierung und der Grund ist die Enttäuschung von Nationalisten über ihre demokratische Führung. Daraus erfolgt weiteres. Wer etwas gegen Neofaschismus und Rechtsradikalismus unternehmen will, der hat sich natürlich erstens klar zu machen, was Faschismus, was Neofaschismus heute ist. Was er heute ist, ich betone das heute. Hat seinen Grund. Die 1:1 Übersetzung des Faschismus in eine Hitlerei ist, geht an dem, was Faschismus heute ist, meilenweit vorbei. Es gehört aber zu der Erklärung, was Faschismus ist, was die eigentlich politisch wollen, was die Brutalitäten ihres Programms sind, wo sie mit Demokratie Gemeinsamkeiten haben und wo sie sich von der Demokratie absetzen. Es bleibt ja dabei, es sind zwei Varianten bürgerlicher Herrschaft, mit Nationalstaat, mit Kapitalismus und so weiter und so fort. Wer das geklärt hat, hat sich natürlich auch die Frage vorzulegen, wie kommt es eigentlich in der Demokratie immer wieder zum Neofaschismus? Die alten Faschisten, die alten Nazis sind alle ausgestorben, die können es nicht mehr sein. Und das Urteil, was wir in der Schule gelernt haben, ich habe es in der Schule gelernt, ihr wahrscheinlich auch, Demokratie sei das Bollwerk gegen den Faschismus, scheint ja nicht zu stimmen. Ich habe erklärt, warum das nicht der Fall, warum es nicht stimmt. Ja, der demokratische Schoß bringt immer wieder diesen Übergang vom enttäuschten Nationalismus zur faschistischen Verratskritik hervor. Wer das gemacht hat, und ich habe heute wirklich nur ein Bruchteil dieser theoretischen Arbeit, die man leisten muss, wenn man sich gegen den Faschismus aufstellen will, geleistet. Ich kann nachher noch Literatur dazu geben und es nachlesen. Wer das gemacht hat, bis dahin, der weiß aber auch, dass er sich nicht zu fokussieren hat auf die aufgestellten Faschisten, sondern dass er sich zu fokussieren hat auf den nationalistischen Sumpf, der hierzulande dafür sorgt, dass Demokratie funktioniert, der die Freiheiten für die hiesige Demokratie in ihren Interessen garantiert. Das heißt, er muss die Parteilichkeit der deutschen Bürger für ihren Staat angreifen. Ihre nationalistische Parteilichkeit, er muss den Nationalismus der Bürger angreifen. Der Witz daran ist, an dem letzten Punkt ist, dass damit zugleich was Doppeltes erreicht wird. Wenn man sich das zur Aufgabe macht, dann legt man nicht nur den Sumpf für den Neofaschismus trocken, sondern, und das halte ich für viel wichtiger, sorgt auch dafür, dass Leute ihre Parteilichkeit gegenüber dem Staat, die ihre Parteilichkeit gegenüber dem Staat abgelegt haben, dem hiesigen demokratischen Herrschaftssystem die Freiheit nehmen. Mit der Zustimmung der Bürger all das gegen sie durchzusetzen, unter dem Bürger leiden. Also die Schaffung eines Niedriglohnsektors für ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung. Die Neujustierung des Sozialstaats mit Hartz IV. Die Verteuerung von Gesundheit, die Verteuerung von Bildung, die Verteuerung von Wohnen. Kampf gegen Rechtsextremismus und Linksextremismus. Wer den Nationalismus der Bürger angreift. Wer sie dazu bringt, zu sagen, macht euch mal klar, wie ihr eigentlich zu Deutschen geworden seid und ob ihr eigentlich die Frage, ihr habt was von Deutschland, jemals für euch konkret richtig beantwortet habt. Und wer dann zu dem Urteil kommt, nee, die Bilanz fällt nicht so positiv aus, wie es der Staat von mir immer möchte, der hat sorgt dafür, dass der real existierenden Herrschaft hierzulande die Grundlage genommen wird.
Ich kann es im Bild mal ausdrücken. Der schlägt dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Der trocknet den Sumpf für den Neofaschismus aus und erzieht der hiesigen Herrschaft die Zustimmungsgrundlage im Volk. Und dass diese zwei Fliegen sehr unterschiedliches Gewicht haben, das weiß man. Da ist die eine Fliege, hat bloß die Kategorie einer Mücke und die andere ist der große Brummer. Das ist die real existierende Macht. Und nicht nur Programm, das sich immer wieder aufstellt und in den Wahlen unter 5% bleibt. Also, das ist der Witz. Der Übergang zu einer richtigen Erklärung des Faschismus, des Neofaschismus und eine richtige Beantwortung, was macht man eigentlich dagegen, führt zu einem ganz anderen Punkt. Führt nämlich dazu, wie gesagt, zwei Fliegen einer Klappe. Dass man automatisch dazu kommt, der hiesigen Herrschaft, der real existierenden Herrschaft, Faschisten herrschen nicht, der real existierenden Herrschaft, die den Leuten das Leben schwer macht, die Grundlage zu entziehen. Das heißt, meine Analyse der Entstehungsgründe neofaschistischer Gesinnung hat übrigens gar nicht paradoxerweise schlussendlich ergeben, dass die Konzentration von Teilen der deutschen Linken, die Fokussierung von Teilen der deutschen Linken auf den Kampf gegen den Neofaschismus ein falscher Kampf ist. Ein falscher Kampf. Wie gesagt, das Bild. Man kämpft gegen eine Mücke und lässt den Brummer freie Hand. Diese Fokussierung auf die Nazis, überall wo Nazis sind, muss ich hin und mich dagegen aufstellen, ist, ob das jetzt gedacht ist oder nicht gedacht ist, seinem objektiven Gehalt nach eine Parteilichkeit für die eine Variante bürgerlicher Herrschaft gegen die andere. Wobei die eine Variante bürgerlicher Herrschaft die real existierende Macht ist, die ihr Gewaltmonopol errichtet und der man unterworfen ist. Und die andere eben nur Programm, zu kritisierendes Programm, vielleicht sogar mehr zu machen, aber eben nicht diejenige, unter der die Menschen hierzulande leiden. Wer diese falsche Fokussierung auf den Neofaschismus macht, der ist objektiv nichts anderes, mit nichts anderem befasst, als das Deutschlandbild von braunen Flecken zu säubern. Und das ist deswegen auch nochmal besonders ärgerlich, weil diese Reinigungs- und Säuberungsarbeit, die linke Antifa da betreibt, von der demokratischen Herrschaft gar nicht honoriert bekommt. Sondern im Gegenteil, sie unterliegt selber dem Extremismusverdacht und wird genauso verfolgt wie die Rechten. Grund genug, da mal drüber nachzudenken. Also ich fand es sehr anregend, mit einer in sich doch sehr klaren Herangehensweise diese These zu belegen, aber mir ist persönlich von Anfang an schon so ein paar Grundfehler, da ist einfach mal gerade raus, aufgefallen, die ich einfach echt anders sehe. Also Sie gehen ganz bewusst auf diese Trennung zwischen Inländer und Ausländer und versuchen jetzt die Entstehung des Neofaschismus aus dieser, in unserem Staat, ganz klar vorhandenen Trennung in den Ausländer herzuleiten. Und dagegen ist mir eigentlich gleich am Anfang irgendwie bewusst geworden, ich habe mich fast vorgestellt, wenn ich rumlaufe, woran ich jetzt sehe, dass jemand Inländer und Ausländer ist. Und ich muss gestehen, ich sehe es nicht. Weil die Nationalität letztlich eben nicht sichtbar ist. Und da komme ich schon gleich am Anfang ins Zweifeln, ob diese These stimmt. Natürlich haben Sie recht, ich sehe das genauso, dass diese ganzen Mechanismen, die wir haben, die auch in den Medien mit In- und Ausländern dann zur Geltung kommen, natürlich auch Nationalisten da irgendwo stärken in ihrem Weg. Und dann haben Sie auch sehr gut herausgestellt, dass der Staat dann wiederum aus politischen Gründen, aus parteipolitischen Gründen da auch eingehen muss. Dann natürlich auch wieder gegen Ausländer vorgehen muss, um wieder parteipolitisch mächtiger zu werden und so weiter. Das ist dann auch ein Teufelskreis, der da entsteht. Aber sich jetzt ausschließlich auf diese Trennung zu stützen, halte ich für zu kurz gegriffen. Also ich will auch nicht ewig ausführen jetzt. Ich persönlich glaube einfach, es gibt einfach
zu viele Faktoren für die Entstehung von Faschismus, als dass man es zum einen nur auf die Trennung zwischen Inländer und Ausländer und dem Staatsverhältnis zu dieser Trennung runterbrechen kann oder auch nur auf den Nationalismus zurückführen kann. Beides für sich genommen ist nicht hinreichend und beides zusammen ist auch noch nicht hinreichend. Beziehungsweise gibt es einfach daneben noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel Rassismus, der dann auch wieder mit reinspielen kann. Und insoweit finde ich, gibt es da wirklich einige Automatismen, die Sie sehr gut hervorgehoben haben, aber Fehler. Es ist für mich noch nicht wirklich schlüssig. Gut. Ich muss nochmal an meinen Ausgangspunkt erinnern. Ich habe nicht gesagt, ich will den Faschismus erklären. Das war nicht meine Aufgabe. Das war nicht mein Anliegen. Sondern ich habe gesagt, ich will den Merkel-Satz widerlegen. Okay. Das ist was ganz anderes. Den Merkel-Satz, NSU und so etwas, gehört nicht zu Deutschland dazu. Wenn ich den Faschismus sofort mitgehen kann. Also, bitte? Da kann ich sofort mitgehen. Da habe ich gesagt, was die Schlussfolgerung betrifft, da kann ich auch Ihrer Argumentation vollständig folgen. Das ist gelungen. Trotzdem nochmal zu dem Material, was Sie genannt haben. Man sieht den Menschen nicht an, ob sie Inländer und Ausländer sind. Ich weiß das hier eher auch nicht. Es ist mir auch völlig schnurz, piepe, egal, ob man Inländer oder Ausländer ist. Aber die staatliche Politik macht sich ja nicht vom Augenschein abhängig. Die staatliche Politik macht sich nicht vom Augenschein abhängig, sondern die guckt genau nach und dekretiert, du bist Inländer und sofern du von dort kommst, zeig mal deinen Pass, was bist du denn für einer? Die Neofaschisten, also erst einmal, das ist keine Frage des Augenscheins. Für unser Eins ist das sowieso irrelevant, da werden Sie mir sicherlich zustimmen. Für den Staat ist das eine klare Sache, der hat seine Kriterien, die sind staatsbürgerlicher Natur. Du bist meiner, das ist der, du bist der des anderen. Die Neofaschisten, jetzt komme ich gleich zu dem Rassismuspunkt, die Neofaschisten, aber auch viele enttäuschte deutsche Staatsbürger, machen den Übergang und identifizieren die Ausländer, die nicht hierher gehören, nicht an ihrem Pass, sondern an phänotypischen Merkmalen. Das weiß man. Da haben sich schon einige Nazis mal vergriffen und haben Deutsche verprügelt, nur weil sie ihnen wie Ausländer vorkamen. Das macht für die aber auch nichts. Wer den Übergang gemacht hat, und das ist der rassistische Übergang, der im Nationalismus drinsteckt, den habe ich nicht explizit erwähnt, aber der steckt drin. Wer sagt, nationale Zugehörigkeit ist eine Frage der Art, der Natur, hat erklärt, es ist nicht eine staatsbürgerliche Zuschreibung, sondern es gehört zum Wesen, zur Natur des Menschen. Das ist der staatsbürgerliche Rassismus, den die Faschisten auf die Spitze getrieben haben. Und wer es mal so gedacht hat, der macht den nächsten Übergang und sagt, das kann ich den auch noch ansehen. Und wenn er den Übergang gemacht hat, das kann ich den auch noch ansehen. Und er trifft dann auf welche, die sind schwarze Hautfarbe oder schwarze Haare, schon längst eingedeutscht, dann sagt er, die sind falsch eingedeutscht. Da macht er jetzt von seiner Übersetzung in den Phänotypus, die rassistische Übersetzung in den Phänotypus, den Rückschluss und sagt, die gehören auch raus. Übrigens, das ist das, was Hitler gemacht hat mit den Juden. Das waren, die hier leben, Juden waren deutsche Staatsbürger. Hat gesagt, die haben sich eingeschlichen ins deutsche Volk, die gehören nicht dazu. Also jetzt habe ich vielleicht zwei Fragen mit einer Klappe geschlagen. Der Rassismus steckt im Nationalismus immer drin, und zwar nicht nur beim Faschismus, auch beim demokratischen, bei der demokratischen Staatsbürgernatur ist dieser Loyalitätsanspruch, dieses Weizsäcker-Zitat, auch etwas, wo ich sage, das Ideal des Staatsbürgers ist, dass die Zuschreibung einer Staatsbürgerschaft den Leuten wie zu ihrer zweiten Natur wird. Es ist so etwas, ich nenne es mal vorsichtigerweise demokratischer Rassismus. Die Faschisten sagen unmittelbar,
Das liegt in ihrer Natur, in ihren Genen. Und deswegen gehören die nicht hierher. Deswegen liegt der Staat völlig falsch, wenn er sagt, auch mit Wille und Anstrengung und guten deutschen Sitten können die auch sich eindeutschen. Die sagen, Faschisten sagen, das geht nicht. Natur ist Natur. Eine Erklärung zu einem Beispiel und dann komme ich gerne hier im Wunsch nach auf eines der Thesen einzugehen. Ich glaube, das Beispiel mit der Lagerhaltung in den kirchlichen Ländern, hauptsächlich in den ihre pazifistische Haltung kommt durch und keiner hat behauptet, dass Krieg voll unbereitet ist oder so. Also, dass bei Kriegsausbruch Leute separiert werden, das ist, glaube ich, denkbar. Das war noch kein Sachverhalt nicht, oder? Meine Erklärung nicht. Nein, ich weiß es mit diesen Japan-Amerikanern. In Amerika ist es auch kein Geheimnis. Aber es war noch kein Vernichtungsverhältnis. Aber ich reicht, glaube, weil so da, das ist Krieg, da muss man nicht weiter drüber reden, das ist natürlich furchtbar, das ist keine Frage. Ich wollte aber eher zu Ihrer Dichotomie, die Sie aufgemacht haben, zwischen Staat und Bürger, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Sie beschreiben es so, als ob das zwei von der aus dem Himmel gefallene Körper sind, hier Staat und eine Bürger, aber wir alle sind Teil des Staates und der ist auch historisch gewachsen. Es war ein Bedürfnis, einen Staat zu bilden und dann würde ich gerne den Begriff des Schutzes mit reinbringen. Sie haben immer so negative Vokabeln verwendet, dass man irgendwann gar nicht mehr danach fragt, aber der Staat ist da, dass da in erster Linie die Freiheiten zu schützen. Also völlige Verkehrung dessen, was Sie vorgetragen haben, da Freiheiten garantiert, nicht beschneidet und so weiter. Es gibt keine absolute Freiheit, das kann man in der Religion finden, aber das hat nichts mit Staatsphilosophie zu tun. Also das haut meines Erachtens nicht hin, aber das war These 1 oder 2, ab da trifft es dann schon auseinander. Ganz kurz noch zu dem Kriegsbeispiel. Das Kriegsbeispiel sollte ein Beleg dafür sein, dass der Staat diesen Verdacht im Frieden konserviert. Sonst könnte er in dem Krieg nicht rausholen. Sonst könnte er nicht rausholen. Aber der andere Punkt ist wichtiger, den Sie angesprochen haben. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Ihre Formulierung, der Staat ist dazu da, die Freiheiten zu schützen, stimmt. Aber jetzt bitte schön machen Sie mal klar, was ich über die Freiheiten gesagt habe. Die hier herrschenden Freiheiten, ich habe große Teile der hier herrschenden Freiheiten genannt. Und das sind die grundgesetzlich verbrieften Freiheiten. Die schützt er. Ja, warum schützt er sie denn? Er schützt sie deswegen, weil das die Art und Weise ist, wie die Bürger aus eigenem Antrieb heraus sich der hiesigen Ökonomie, der hiesigen Geldwirtschaft, der hiesigen Eigentumsordnung, der hiesigen Konkurrenzordnung ihr Leben lang unterwerfen sollen. Deswegen schützt er die Freiheit. Und jeder, der sagt, nee, diese Freiheit will ich aber nicht, die kann nicht mal, da geht der Schutz so weit, dass er sagt, einsperren. Frage. Das verwirrt mich etwas, weil der Staat als System, so jedes System, immanent daran interessiert ist, erhalten zu bleiben. Und ob das jetzt ein demokratisches, ein kapitalistisches, ein rassisches System ist, ist eigentlich völlig egal, weil die Regeln, die ihn definieren, die dazu geführt haben, dass es ihn gibt, die wird er verteidigen, egal um welches System es geht. Und das einem System vorzuwerfen, ist das irrelevant. Also, wenn es bloß um die Erhaltung ginge, dann würde ich sagen, habe ich in allen ersten 6 Thesen daneben gelegen. Die Erhaltung ist die Voraussetzung für die Verfolgung von Interessen, die er hat. Richtig. Und die Interessen heißen, jetzt ist die Kurzfassung, weil ich keine ausführliche Kritik des demokratisch regierten Kapitalismus mit Ihnen und außenpolitik machen wollte, Wachstum und Durchsetzung von Interessen nach außen mit Bündnispartnern und ohne. Das sind die beiden zentralen
im Zentralinteresse. Dafür muss es ihn geben, das ist die Erhaltung. Aber das ist viel mehr als nur Erhaltung. Nach innen die Sicherstellung durch die Art und Weise, wie das Volk diesen Interessen dienstbar wird, geht es über die Erhaltung der Existenz hinaus. Und dann heißt Erhaltung der Existenz immer sich durchsetzen in der Konkurrenz gegen andere Nationalstaaten. Da stimme ich Ihnen ja völlig zu, aber all das gilt für alle Systeme. Also da hebt sich jetzt das kapitalistisch-demokratische System nicht heraus und schon gar nicht, weil es kapitalistisch und oder demokratisch ist, hat es diese Eigenschaften, sondern das gilt für alle komplexen, sich selbst organisierenden Systeme. Und daraus ein Argument zu machen, das sei selbstverständlich und harmlos, gelingt nur, wenn man den Inhalt dessen, was er tut, um sich zu erhalten, und die Erhaltung als Voraussetzung nimmt, um sich in der Konkurrenz gegen andere Nationalstaaten durchsetzen, draußen lässt. Wie geht denn hier Existenzerhaltung, wie geht denn hier Sicherstellung der Konkurrenzerfolge in der Standortkonkurrenz, wie es modern heißt? So, dann sind wir bei dem Inhalt. Genau. Das ist aber das eigentlich Interessante. Nicht, dass der Staat diesen Weg geht, das ist nicht das Problem, sondern die Inhalte selber, was er denn genau für Schritte macht, was er zu Werte verteidigt. Das ist der Diskussionspunkt. Und das beginnt damit, dass er sagt, da komme ich jetzt nochmal auf Ihren ersten Punkt zurück, das beginnt damit, es ist einfach ein Faktum und es ist erstmal nicht zu bestreiten, dass er Gesetze erlässt, in denen er unabhängig vom Willen der Bürger sie für seine Belange einspannt. Das ist das Erste, das ist doch eine Schweinerei. Muss ich so. Ich will nochmal ein bisschen was dazu sagen. Dann kommen Sie gleich. Das ist für sich doch schon eine Schweinerei. Ja, aber das ist falsch. Entschuldigung, es ist einfach falsch. Also gerade was die Staatsbürgerschaft betrifft, und da bitte ich darum, wenn es jemand besser weiß, gerne mich zu korrigieren. Nach dem, was ich so gehört habe, und das ist echt leider, ist es im deutschen Recht so, dass wenn ich als Kind deutscher Eltern, entweder Mutter oder Vater, einer Deutschen oder eines Deutschen, geboren werde, das Recht habe, das ist ganz entscheidend, das Recht habe auf deutsche Staatsbürgerschaft. In dem Fall, dass ich keine andere Staatsbürgerschaft erhalten kann, wird mir automatisch, weil völkerrechtlich so beschlossen wurde, dass es immer eine Staatsbürgerschaft geben muss, die deutsche Staatsbürgerschaft zuerkannt. Habe ich aufgrund von anderen Gesetzmäßigkeiten, und die sind sehr unterschiedlich, auch in den demokratischen Staaten sind die sehr unterschiedlich, ein anderes Recht noch auf eine Staatsbürgerschaft, dann habe ich, beziehungsweise die Eltern in dem Fall, als natürlich Stimmvertreter, das Recht zu entscheiden. Und dann haben sie sogar das Recht, je nach Gesetzeslage zu entscheiden, je nachdem, wie das die unterschiedlichen Staaten eben handhaben. Manchmal ist eine Staatsbürgerschaft dann gezwungen, klar. Manchmal können sie aber sogar beide haben oder sich entscheiden. Also die Gesetzeslage ist sehr kompliziert und unterschiedlich. Also konkreter Fall, mein Cousin ist nach Hongkong ausgewandert, hat mit einer Taiwanesin ein Kind und die hatten jetzt ganz konkrete Überlegungen. Er ist automatisch deutscher bzw. europäischer Bürger, dadurch, dass er bzw. sie sein Kind ist. Jetzt ist dasselbe aber mit Hongkong ganz anders. Weil da geht es einfach nach Territorialprinzip. Aber mal als Konsequenz dessen, ich meine, am Ende bist du entweder Inländer in dem Land, ein Ausländer in dem, oder Inländer in dem Land, ein Ausländer in dem Land. Das ändert noch nichts an dem prinzipiellen Befund. Oder ich habe das Glück, in einer Gesetzeskonstellation zu sein, wo ich sogar zwei Staatsbürgerschaften habe. Ja, dann hast du zwei Staatsbürgerschaften. Du bist auf der Rest der Welt Ausländer. Okay, ja, das ist halt in dem System mit den Staaten, wo wir so leben, jetzt der Fall. Also, die Formulierung, die Sie zitiert haben, er hat das Recht auf deutsche Staatsbürgerschaft. Da muss man mal ein bisschen genauer hinhören. Kann man dieses Recht eigentlich ablehnen? Wenn ich das Recht auf eine andere habe, ja. Ah ja, eben, genau. Wenn ein anderer sagt, ein konkurrierender Staat sagt, du hast aber auch das Recht auf meine Staatsbürgerschaft, ja, dann ist nach besonderen Umständen, die müssen wir jetzt nicht klären, dann ist es ein Streit zwischen zwei Zugriffsmächten, den man sich zuordnen kann. Aber ansonsten zu sagen, hallo, ich habe das Recht, klasse, ein Recht muss ich ja nicht wahrnehmen, ich will keines Staates Diener sein. Ja, das geht nicht. Das kann man nicht ablehnen. Also abgesehen von den Sonderfällen Ihres Hongkonger Schwagers, ist es so, das ist ein Recht, was man nicht ablehnen kann. Und weil man es nicht ablehnen kann, wird da auch genauso verfahren, wie ich zitiert habe. Von Anfang an gilt dieser Rechtszustand, gerade wenn die Eltern Deutsche sind, das sind wir beide, dieser Rechtszustand als einer, der
wenn es keine konkurrierende staatliche Zugriffsmacht gibt, als entschieden für den deutschen Staat. Das ist so, das ist faktisch so. Aber das sind jetzt schon nur die faktischen Geschichten. Also ich sehe ja nicht, dass man die Staatskundschaft haben muss, in der Lage sind wir auf der Platte. Ja, und das war ja bloß der Einstieg, um nochmal auf sein Argument zu kommen. Was ich so salopp gesagt habe, der greift sich seine Bürger, bevor sie überhaupt die Voraussetzungen haben, einen Willen zum Staat oder überhaupt zur Staatlichkeit zu entwickeln, greift er sich, übrigens müssen die auch eingetragen werden als deutsche Staatsbürger, die kommen sofort in die entsprechenden Einwohnerrollen rein, wenn sie geboren sind, und werden dort als Staatsbürger einer bestimmten Nationalität notiert. Dann sind sie. Sie können gerade mal Muck sagen oder auch nicht Muck sagen und sind es dann schon. Ich würde Sie mal fragen, was ist denn das für ein Akt? Weil Sie gesagt haben, diese Dichotomie zwischen Staat und Bürger gibt es doch nicht. Da würde ich sagen, dass es sie nicht gibt, liegt daran, dass der Staat dafür sorgt, dass sich jedermann als sein Bürger aufführt und auch noch fühlt. Auf der Grundlage dieser staatsbürgerlichen Einkassierung, die nicht nur staatsbürgerliche Einkassierung ist. Nochmal an dasselbe, an das zweite Argument von mir gedacht. Ich bin Bürger dieses Staates. Fange zum ersten Mal an, meinen Kopf ein bisschen zu gebrauchen. Und entdecke, verdammt nochmal, wo lebe ich hier eigentlich? Um mich herum Armut und übermäßiger Reichtum. Um mich herum Krankheit und Leute, die ihre Gesundheit finanzieren können. Um mich herum in der Schule ein System, das mich verdummt und dafür sorgt, dass die Mehrheit nach wie vor frühzeitig aus den Bildungsgängen, mit denen man was wird, ausgeschlossen werden. Wo lebe ich eigentlich? Wenn der Bürger jetzt sagt, mit den ersten vernünftigen Gedanken, oder auch nur den schlichten Gedanken, den ich jetzt fünfmal genannt habe im Vortrag, der Mensch hat Hunger und Durst und kein Geld. Was ist? Er bleibt hunger und durstig, weil er kein Geld hat. Schweinerei. Obwohl es die Sachen im Überfluss gibt. Wenn der sagt, da mache ich nicht mit, da trete ich aus. Das geht nicht. Der kann nicht austreten. Der ist mit Haut praktisch mit Haut und Haaren gefangen. Und meine Behauptung oder mein zarter Hinweis in These 6 war, naja, die Stellung, die theoretische Stellung dazu, die kann der Staat nicht per Gesetz dekretieren. Das ist schon jedermanns eigene Sache. Und wenn er sich zu seiner Kritik durchgearbeitet hat, naja, dann sollte man eben auch keinen Taten folgen lassen. So, jetzt war da und da. Habe ich irgendjemand übersehen noch? Sie wollten noch mal. Hier, Sie beide. Vielleicht mir rein. Ich habe den Faden verloren, aber ich kann das mal jetzt hinter mir gesagt worden, weil ich finde, es sind auch wichtige Konsequenzen, dass der Staat eben nicht sozusagen maskulisch abgetrennt ist, von dem, was man Volk oder Wirbel oder was auch immer nennt, weil das haben sie die ganze Zeit irgendwie gemacht. Der Staat, der macht dies und die Bürger machen was anderes und das sind auch immer zwei getrennte whatever, zwei getrennte Dinge, Phänomene, und das ist aber nicht der Fall. Es ist halt historisch entstanden, der Staat. Die Bevölkerung gehört genauso dazu wie alles andere auch, und es ist nicht so, dass sozusagen der Staat irgendwie Faschismus quasi verordnet oder Faschismus nur sozusagen aus dieser Dichotomie dieser Ausländer abzuleiten ist. Nein, das habe ich nicht behauptet. Ja, und das wird getragen von der Bevölkerung, das haben Sie auch gesagt, aber sie trägt ja auch den Staat hinaus. Und da gibt es sozusagen so ein, keine Ahnung, Wechselseite, diese irgendein Verhältnis zwischen denen. Und das heißt aber, dass man, wenn man Neofaschismus bekämpfen will, eben es nicht reicht, den Staat zu bekämpfen, obwohl ich jetzt auch nicht so. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, den Nationalismus der Bürger. Kämpfen. Großer Unterschied. Ja, ne? Ganz großer Unterschied. Aber nochmal, historisch entstanden, das ist eine komische Geschichte. Der deutsche Staat, in dem wir jetzt leben, der ist historisch, zum Beispiel hat seine zweite Häutung 89 gemacht.
wie war denn die historische Entstehung des deutschen Staates inklusive der Ostbereiche, der Ostgebiete? Haben die Leute alle gesagt, jetzt möchten wir mal Kapitalismus haben, jetzt möchten wir mal Demokraten, wollen wir mal eine Kohleregierung haben? War das der Wunsch der Bürger, der gelehrt hat? Einige sicherlich. Aber der riesige Staat hat gesagt, das interessiert mich nicht. Ich sage nicht, diejenigen, die weiter DDR-Sozialismus machen wollen, die bleiben drüben. Und die anderen, die können zu mir kommen. Er hat gesagt, was zusammen gehört, das wächst zusammen. Das ist auch so eine rassistische Formulierung von den liberalen damals. Und haben gesagt, das ist jetzt die Erweiterung des deutschen Territoriums bis zur polnischen Grenze inklusive der Bevölkerung. Und da kann niemand austreten. Die gehören dazu. Das ist eine Variante, wie ein Staat historisch geworden ist. Die anderen Abteilungen, die Staaten historisch geworden sind nicht nur das Produkt von kalten Kriegen, sondern sehr häufig das Produkt von heißen Kriegen. Und wie kommen die Leute in den heißen Kriegen vor? Heiße Kriege sind doch keine Abstimmungen über Volkszugehörigkeit, sondern es gibt Sieger und Verlierer in heißen Kriegen und die Sieger greifen sich das Territorium mit den Leuten, die drauf sind und sagen, das ist jetzt das neue Volk, über das ich herrsche. Das kann man an allen möglichen Staatsgründungen jetzt auch noch in den letzten Jahren klar machen. Also bitteschön, der Hinweis auf die historische Genese, die sowas wie das einvernehmliche Vorgehen von Staat und Leuten charakterisieren soll, trifft hinten und vorne nicht zu. Das ist einfach das glatte Gegenteil. Nochmal, ich habe auch nicht behauptet, Staat und Bürger sind abgetrennt. Ich habe gesagt, der Witz der hiesigen Herstellung eines Staatsvolkes ist das staatliche Unterfangen, das staatliche Unternehmen, die Leute auf ihn so sehr zu verpflichten, dass sie sich nachher als Deutsche fühlen. Und dann nachher sogar solche absurden Theorien rauskommen wie, der Staat sind doch wir. Schönes Beispiel mal, ne? Da sagt, ist man im Urlaub. Irgendwo im Ausland. Und begibt sich an den Strand und trifft andere Leute und die fragen einen, wo kommst du her? Was sagt man? Man sagt nie die Wahrheit. Man kommt wahrscheinlich gerade vom Frühstück oder man kommt aus dem Kino. Was sagt man, wo kommst du aus Deutschland? Dies ist die Art und Weise, wie die Leute tatsächlich diese Identität mit dem Staat, der nicht ihre Sache verfolgt, herstellen. Der nicht ihre Sache verfolgt. Erinnern Sie sich daran, ich habe gesagt, da steht das Verhältnis auf dem Kopf. Das Verhältnis von Interesse und Herrschaft steht auf dem Kopf. Die Leute bilden sich ein, das war der Freiheitspunkt, den ich da mal sage. Weil Freiheit, deswegen ist der Staat für mich, schützt mich. Ja, welche Freiheit schützt er denn? Beispiel kann man auch nochmal, man kann es auch nochmal Wahlen machen. Haben Sie sich mal überlegt, was eigentlich zur Wahl steht? Steht eigentlich irgendwas von dem, was Ihre Alltagssorgen sind, zur Wahl? Wissen Sie, was passiert, wenn Sie Ihre Alltagssorgen mal auf den Wahlzettel schreiben? Wissen Sie, das hat man gelernt. Der ist ungültig. Der ist ungültig. Als Staatsbürger hat man sich als Analphabet zu betätigen. Kreuze darf man machen. Kreuze zu vorherbestimmten Parteien und ihren Führerfiguren. Und wenn dann ausgezählt worden ist, dann machen die eine möglichst starke Regierung, der man dann 4 Jahre lang zu gehorchen hat wieder. Also bitteschön, das sind doch alles Sachen, die sind doch nicht so unbekannt. Jetzt kommt er, dann Sie und dann. Ich fand Ihre Schlussfolgerung an sich erstmal einleuchtend, aber ich kann die Diskussion, die gerade fand, das trotzdem ein bisschen nachvollziehen, weil in der Tat in Ihrer Argumentation, wie Sie das hergeleitet haben, bleibt erstmal noch die Möglichkeit offen. Ich will nicht sagen, dass es real ist, aber es bleibt erstmal denkbar, dass es sowas wie eine sehr pragmatische Einstellung zur Staatsbürgerschaft gibt. Und dass es zu sowas kommt wie Verfassungspatriotismus oder so. Das heißt, das eigentliche Phänomen, was jetzt das Thema war, Faschismus, Rassismus, das bleibt ja trotzdem noch irgendwie erklärungsbedürftig. Nein, wenn Sie sagen, es gibt auch andere Schlussfolgerungen, die Menschen ziehen können zu den Verhältnissen, denen sie unterworfen sind, stimme ich Ihnen zu. Ich nehme an, dass große Teile hier im Raum
nicht Patrioten in dem Sinne sind, dass sie während der EM mit Schwarz-Rot-Gold durch die Gegend gelaufen sind oder auch sonst nicht stolz darauf sind, auf Deutschland, wenn Lena gewonnen hat oder sowas. Sondern sagen, das ist nicht mein Ding, völlig korrekt. So, das gibt es. Und ich reise ja durch die Welt, um gerade den durchgesetzten Patriotismus zu bekämpfen. Aber leider entdecke ich, den gibt es. Wer hierzulande, ich will es nochmal anschließen an das, was Sie gesagt haben. Oder was ich am Schluss zu Ihnen gesagt habe. Wer hierzulande regelmäßig alle 4 Jahre zur Wahl geht und nicht aus der Tatsache, dass seine Sache dort nicht betrieben wird, den Schluss zieht, verdammt nochmal, ich gehe doch nicht hin und gebe meine Stimme ab, damit über mich regiert wird. Ja? Dann ist das ein Zeichen dafür, dass dieser Patriotismus ziemlich durchgesetzt ist. Und zwar im Alltag, nicht nur am Sonntag, wenn Fußball gespielt wird. Dass andere Schlüsse gibt, stimmt. Und meine Ableitung war, es gibt hier einen Neofaschismus. Es gibt einen Rechtsradikalismus. Wie erkläre ich den? Beziehungsweise stimmt das Urteil von der Merkel, das hat mit hiesigen Verhältnissen nichts zu tun. Und dieser Sonderpunkt war meins. Aus dem Inländer-Ausländer-Verhältnis rauszuholen, wie da der faschistische Übergang geht. Dass es auch noch einen anderen faschistischen Übergang gibt, haben die Faschisten in Weimar vor. Den habe ich aber nicht zum Thema gemacht. Nämlich aus der Niederlage der Nation. Schluss. Aber das ist ja noch keine zwingende Erklärung, wenn Sie selber einräumen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, mit dieser Anrufung des Bürgers durch den Staat umzugehen. Zwingende Erklärung heißt, was ist für den existenten Neofaschismus verantwortlich? Sie wollen ja auch nicht sagen, dass es Verfassungspatriotismus oder eine pragmatische Stellung zum hiesigen Staat oder eine kritische Stellung gibt, ist ein Beweis dafür, dass es den Neofaschismus nicht gibt. Den gibt es da. Den habe ich erklärt. Und der hat diese Grundlage. Und mein Bemühen ist es, möglichst viele Leute sich dieser Grundlage verweigern, diesen Sumpf entziehen, diesen Patriotismus für sich ablegen. Ja, ich glaube, ein bisschen lauter bitte, ich habe ein bisschen gelogen. Ich glaube, worauf Maria auch zu sprechen kommen wollte, was ich auch so ein bisschen gesehen habe, als ich vorher fand, war, dass Sie zu wenig darauf eingegangen sind, fand ich auch echt zu wenig darauf eingegangen, dass wir es auch mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun haben. Also dass wir es nicht nur mit unabhängigen staatlichen Strukturen zu tun haben, sondern gerade halt Gesellschaft und die Bevölkerung eben faschistische, rassistische Strukturen reproduziert für sich anwendet. Woran denken Sie? Das ist mir jetzt alles zu abstrakt, zu inhaltslos. Woran denken Sie? An welche Strukturen denken Sie, die ich vernachlässigt habe? Zum Beispiel die Wahl. Wir reden damit zum Beispiel die Wahl. Wir gehen damit. Wir identifizieren uns. Wir nehmen das, wir, würde ich vielleicht sagen, Menschen nehmen das für sich an, diese Identität. Wem haben Sie verraten? War machtlos. Ja, jeden, stimmt. Das hat mit Faschismus nichts zu tun. Nein, aber worauf wir hinaus wollen, ist es sowas wie Ideologie. Und sie wird sozusagen. Ein bisschen lauter sprechen, damit wir nicht von oben verordnet, vom Staat, der. Staat, steht der Staat, S-T-A-A-T, Pfeile nach unten, Bevölkerung, sondern die tragen das mit. So, und es ist nicht einfach. Ja, das ist doch meine, das ist doch mal die Kritik, die ich habe. Genau, aber Sie haben immer gesagt, der Staat tut dies, der Staat ordnet ein und die Menschen nehmen sich das an. Aber es ist nicht so, dass etwas verordnet wird, was die Menschen sich einfach nur annehmen, was von oben kommt und unten angenommen wird. Also da sagen Sie jetzt, ja, gibt es ein wechselwertiges Verhältnis und ja, die tragen das mit. Nein, das ist so nicht auch nicht auf. Aber ich finde die Erklärung von oben nach unten einfach ein bisschen einfacher. Das war das, was mir zumindest bei mir in dem Vortrag immer angekommen ist. Und dass sozusagen Alltagsrassismus ja nicht verordnet ist. Also bei Alltagsrassismus müssen wir extra reden. Ich muss nochmal auf einen wichtigen Gedanken meines Vortrages zurückkommen. Ich habe gesagt, der Witz an der demokratischen Form der Herrschaftsausübung ist,
dass die Art und Weise, wie die Bürger hierzulande sich in der Marktwirtschaft, ich sage mal nicht Kapitalismus, bewähren soll, als Summe von verordneten Freiheiten existiert. So. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ob das ein Witz ist. Bitte? Ob das ein Witz ist, was Sie gerade beschrieben. Das war die eigentliche Frage. Dass es ein Witz ist, dass wir auch in staatlich verordneten Freiheiten zurechtkommen müssen. Also ich finde es kein Witz. Nein, Witz ist nicht. Das ist angenehm. Ich finde es angenehm, ja. Also dann haben Sie eine Freiheit. Unter den Verhältnissen, die auf dem Globus herrschen und unter den Verhältnissen, die in den letzten 1000 Jahre auf dem Planeten geherrscht haben, sehr angenehm. Dazu stehe ich auch. Ich frage mal Sie. Ja, dann müssen wir mal gucken. Ob das stimmt, dass der Inhalt der Freiheit, die es hier gibt, ich habe 6 oder 7 oder 8 Beispiele für das, was hier Freiheit ist. Wir können sie nur mal im Einzelnen durchgehen. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich finde die Art der Diskussion gerade nicht so angenehm. Über die Art der Diskussion können wir dann nachher reden. Ich habe bloß gefragt, aus den Fragen entnehme ich, dass ich noch nicht was irgendwelche Sachen nicht klar gemacht habe. Können wir uns darauf einigen? Das heißt, so. Eine unterschiedliche Meinung, das kann ja nicht ja, sein. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber es kommt mir darauf an, dass wir nicht mit unterschiedlicher Meinung nach Hause gehen. Das bräuchte ich gar nicht herkommen, wenn es sowieso nur ein Meinungsaustausch ist. Dafür ist mir die Sache zu wichtig. Aber die Fragen würde ich trotzdem noch mal konkret gerne hören, weil vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Nein, die Frage, die ich an die Kollegin gestellt habe, hieß, hat Ihnen das, was ich über die Freiheit gesagt habe, eingeleuchtet? Nämlich, dass die Art und Weise, wie man hier sich frei zu allen möglichen entscheiden kann, immer die Verpflichtung auf die Bedingungen ist, die hierzulande unabhängig vom eigenen Willen herrschen. Haben Sie sich den Kapitalismus ausgesucht? Haben Sie sich den Nationalstaat ausgesucht? Haben Sie sich das dreigliedrige Schulsystem, haben Sie sich die Notengebung ausgesucht? Haben Sie sich ein Krankheitssystem ausgesucht, an dem nur die Pharmaindustrie verdient? Haben Sie doch alles nicht. Aber mit dem müssen Sie zurechtkommen. Nein, ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich mich alles ausfinde, dass ich mich aus freiem Willen heraus dazu bekenne, sozusagen. Was Sie sagen, klingt aber so, als würde quasi der Staat, der nennen wir es Bevölkerung sozusagen vorstehen und wäre sozusagen eher da gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das genau sagen kann. Das ist auch so ein bisschen implizit. Und der Meinung bin ich einfach nicht. Genau. Also ja, das ist aber keine Frage der Meinung. Schauen Sie, die Art und Weise, nein, nochmal. Aber also ganz kurz, meinen Sie sozusagen, der Staat geht der Gesellschaft sozusagen vor? Das hat mit Vor- und Nach nichts zu tun. Ich weiß, der Staat ist die gesetzgebende Maschinerie. Der besteht aus 3 Gewalten. Die sind gewählt. Was da gewählt worden sind, sind 3 Gewalten, die sich als Gewaltmonopol, als Gesetzgebungsmaschinerie zusammenfassen. Den Gesetzen haben die Wähler zu gehorchen. Ach, verzeihen Sie, wenn Sie darauf die Definition des Staates beschränken, dann haben wir nicht das Problem. Dann sollten wir vielleicht erklären, was wir gemeinsam unter dem Staatsbegriff verstehen, so anstrengend das sein mag, weil unter dem Missverständnis, das Sie jetzt glücklicherweise aufgeklärt haben, kommen wir definitiv nicht weiter. Aber das ist dann keine Frage der Definition, sondern es ist eine Frage der Beurteilung der Verhältnisse, unter denen wir leben. Je nachdem, was man eben als Staat definiert, dann kann man. Nein, es ist keine Frage der Definition. Das ist definitiv in einer jeglicher Diskussion, sollte man sich über die Begrifflichkeiten einig sein. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, dann sollte man unterschiedliche Begriffe finden dafür, um das Gleiche zu meinen. Aber es ist ungünstig, die gleichen Begriffe zu verwenden, wenn man unterschiedliche Sachen meint. Sag doch mal, was du unter Staat verstehst. Unter Staat verstehe ich, und da gibt es ja jetzt wirklich über die Geschichte verschiedene Definitionen, das kommt auch noch dazu, verstehe ich eben die Einheit aus den Gewalten, die da gibt, aber eben auch aus dem Volk, aus dem Territorium. Das alles zusammen ergibt einen Staat. Nicht umsonst hebt man, oder hat man früher zum Beispiel bei den Israelis hervorgehoben, dass es ein Staat ohne Land ist. Weil eben in über Jahrhunderte langer Tradition zu einem Staat auch ein Land dazugehört hat. Und eben die Bevölkerung und die Gewalten, die in dem Staat herrschen. All das zusammen bildet den Staat. Haben Sie sich mal Folgendes überlegt. Warum muss eine politische Führung, jetzt sage ich mal nicht das Wort Staat,
braucht es drei Gewalten, eine Gesetzgebung, wenn der Bürger gehorchen muss, wenn es doch eine Einheit zwischen Staat und Volk gibt. Wenn es diese Einheit gibt, bräuchte es keine Gewalt. Die Gewalt gibt es nur deswegen, weil es diese Einheit nicht gibt. Weil es offensichtlich innerhalb dessen, was Volk ist, nicht diese Identität besteht, die der Staat gerne hätte, sondern höchst unterschiedliche ökonomische und manchmal politische Interessen, die sich nur mittels Herrschaft, also mittels Herrschaftsausübung der per Gewalt regulieren lassen. Also der schlichte Umstand, der Staat hat ein Gewaltmonopol, der braucht eine Gesetzgebungsmaschinerie, der sich alle unterwerfen müssen in Sachen Eigentumsfragen, verweist darauf, dass diese Identität, von der sie ausgeht, einfach nicht existiert. Ich wage die Hypothese, dass wir hier die Verwaltung in der Form, wie Sie den Staat definieren, und den Staat, wie zumindest ich mir das vorstelle, wie das vielleicht andere sehen, trennen sollten. Denn die Exekutive, die Legislative und Judikative, die sind Teil der Verwaltung des Staates. Die sind aber nicht der Staat. Was war der Staat jetzt nochmal? Also den Staat geschrieben und nicht definiert. Also für mich zählt zu dem Staat ganz in allererster Linie die Bevölkerung. Das ist erstmal der allerwichtigste Körper überhaupt des Staates. Und dann habe ich vielleicht ein Land runter und vielleicht habe ich eine Verwaltung, die dann Gesetzmäßigkeiten, die Konsens findet und Konsens umsetzt. Das kommt alles zusammen, hier ist ein Staat. Aber ich glaube, du hast eine ganz andere Welt oder Menschen, also entweder hast du eine andere Weltanschauung oder ein anderes Menschenbild, auf jeden Fall passt das irgendwie nicht in die Argumentationslogik der Sache an sich. Wenn ich Staat auf Exekutive, Legislative und Judikative reduziere, nicht, dann passt das da nicht dazu. Alles, was du argumentierst, schon den ganzen Abend, ist im Prinzip deine Mega-Angepasstheit an das, was eigentlich die ganze Zeit durch den Vortrag kritisiert wurde. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, das stimmt auch. Du erträgst diese Kritik nicht, weil das im Prinzip auch Kritik an dir ist. Die Kritik, die nehme ich schon erstmal an und ich gebe mir Mühe, halt auch herauszufinden, was jetzt genau kritisiert wird und was war genau eben unterschiedliche Meinung haben, das gebe ich mir schon Mühe. Also ich habe eine Verständnisfrage, vielleicht klärt das auch ein paar andere Fragen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben ja erklärt, dass es ein paar staatliche Setzungen gibt, darauf gibt es eine Reaktion der Bürger, die vielleicht, wie wir gesagt haben, so kalkulierend ist oder so wie wir, vielleicht viele von uns hier sind, dass sie sagen, ja gut, wir müssen jetzt halt mit diesem Staat zurechtkommen und dem, was er von uns will. Dann gab es diese begeisterten Patrioten mit den Fahnen und so. Dann gab es die, die diesen Übergang machen, dass sie doch dann lieber NPD wählen. Und dann gab es die, die rumrennen und Leute umbringen. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, ist die Entscheidung, wie man sich zu diesen staatlichen Anforderungen stellt, eine, die der Bürger selbst tut. Und für die es nicht irgendeinen letzten Grund gibt, der das dann automatisch festlegt, das oder das oder das kommt dabei raus. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Zwischendurch würde ich ein paar Sachen anders formulieren. Aber mein Thema war, wie kommt es denn, dass so viele Bürger sich so entscheiden, dass sie dem Staat nationalistisch die Treue halten? Und so viele den Übergang zum Rechtsextremismus machen. Ich sage jetzt nicht zum Neofaschismus, sondern zum Rechtsextremismus machen. Das war meine Frage. Die Diskont. Offensichtlich nehmen die Leute die Freiheit, die sie haben, zum Urteilen, nicht dazu her, sage ich mal negativ, sich klar zu machen, in welcher Gesellschaft sie eigentlich leben, sondern machen sich einen blauen Dunst vor darüber. Sie färben die Verhältnisse schön, übrigens zum Teil über Vergleiche, gemessen an dem, wie es früher mal war, ist es heute doch viel besser. Oder in der Diktatur gibt es keine Freiheiten, da hat man den Inhalt der Freiheit gleich mal wieder rausgeschmissen. Geschweige denn, sie machen eine Bilanz darüber, wie es ihnen eigentlich geht in dieser Gesellschaft. Dass sie ihr Leben, ich sage es nochmal, das trifft ja für Sie hier zum großen Teil auch zu. Nehmen wir nicht alles alle zu Hause, das dicke Aktienpaket oder die Goldbarren oder das Fabrik des Vaters haben. Ein Leben lang sich um Geld sorgen müssen. Ist nun mal so. Und das in einer Ökonomie, die
alle Sachen, die man zum Leben braucht, im Überfluss produziert. Das ist völlig scheiße, da haben Sie auch recht, aber das schließt das andere nicht aus. Doch, das schließt das andere aus. Aber jetzt nochmal seine Sache zu Ende gedacht. Heißt, meine hier vorgestellte Kritik von drei Varianten von Nationalismus. Soll klar machen, dass man sich von dieser Sorte Parteilichkeit verabschieden soll. Und wer das schon gemacht hat, soll dazu beitragen, dass möglichst viele andere Deutsche, nicht nur Deutsche, sondern alle, sich von der Parteilichkeit für den Staat verabschieden. Ich will nochmal, fragen, meinen Sie die Parteilichkeit zum Staat oder zur Nation? Weil das ist für mich ein entscheidender Unterschied. Auch wenn es keine Nation gäbe, würde ich mich eines menschlichen Staates angehörig fühlen, weil es den einfach gibt. Wenn ein Biologe von irgendwo hergereist käme, der könnte sich wie bei einem Ameisenstall draußen hinstellen und sagen, okay, auf dem Planeten Erde gibt es einen Staat an Menschen und dem gehöre ich an, ob ich will oder nicht, nämlich bei der Definition. Ja, angehören ist die eine Sache. Die Frage, die ich heute geklärt habe, war, warum gehört man dem eigentlich an? Und was ist mit dem Angehörigsein eigentlich beschlossen? Erstens über den Menschen, nämlich sein ganzes Leben ist damit beschlossen. Und ja, es ist so. Also nur bei Staatsbürger und Staatsbürger. Und drittens, warum ist es so, dass diejenigen sich dann auch noch für diesen Staat erklären? Das sind meine drei Gedanken gewesen. Oder meine drei Fragen. Weil offensichtlich einige Vorteile haben, die es verwehrt sind. Aber damit weiß ich ja nicht, dass es vielleicht noch den Bogen aufzuschließen, was ich zu Anfang meinte, war hier sehr negative Ausdrucksweise, die ja jetzt haben wir geklärt, unterschiedliche Auffassung des Staatsgedankens. Jetzt könnten Sie doch noch mit einem Lösungsansatz vielleicht beschließen, was die Alternative ist. Also Sie können natürlich auch nur kritisieren und zum Nachdenken anregen, das haben Sie auch geschafft. Aber mehr als Anarchie fänden wir dann auch nicht mehr ein. Das liegt daran, dass wir uns über das, was in dieser Gesellschaft los ist, noch gar nicht geeinigt haben. Sie können da nicht im Ernst von mir verlangen, wo wir mitten in der Diskussion oder gerade am Anfang einer Diskussion sind, dass ich Ihnen von meinem Standpunkt aus Konsequenzen sage, also Alternativen sage, deren Voraussetzungen Sie doch gar nicht teilen. So können wir nicht wetten. Ich habe neugierig Das ist mir völlig wurscht. Das macht vollkommen Sinn. Die Frage nach einer Alternative macht nur Sinn, wenn man sich einig ist darüber, dass man eine braucht. Und das bin ich mit Ihnen überhaupt nicht. Sie sagen, Sie möchten mich blamieren mit einer Alternative, die nicht geht. Aber wie gesagt, Sie brauchen keine, deswegen ist ein bisschen einstimmig der Meinung, dass wir definitiv eine Alternative auf dem Planeten brauchen. Also das ist eine unnötige Unterstellung. Und ich behaupte darüber hinaus, dass wir konsequent und kontinuierlich über die Alternativen reden müssen, weil wenn wir uns nur erstmal beschränken wollen, mit dem Ist-Zustand fertig zu werden, werden wir nie zu einer Alternative. Schauen Sie, Alternative wozu? Sie brauchen zum Beispiel keine Alternative zu einem Staat, weil Sie finden den eingerichteten Staat, das eingerichtete Verhältnis von Staat, deswegen so gut, weil Sie immer gleich sich mit reingedacht haben. Ich halte es für ungünstig, an dem Staat herumzukritisieren, wenn wir eigentlich konkret die Verwaltung meinen, konkret Gesetze meinen, konkret bestimmte Ausführungsbestimmungen meinen, konkret wie damit umgegangen wird meinen. Der Staat selber ist nicht das Problem, weil der existiert auch ohne uns. Also von der Definition her, wenn es uns gibt und wenn es Regeln gibt, in denen wir leben und wenn wir auf einem Planeten leben, dann gibt es den Staat. Aber wir sollten konkret darüber reden, was denn das Problem ist in unserer Gemeinschaft und nicht, dass da ein Staat irgendwas macht. Ich habe einige Probleme, wir sind uns nicht einig darüber, welche Probleme es sind. Ich habe welche genannt, die teilen Sie nicht. Ja, das stimmt auch, ich teile die aber nicht. Erstmal behauptet, die NPD ist eine, wird, oder
bezieht sich auf Partei und nicht auf Gesinnung. Das war mein zentrales Argument. Weil wenn man Gesinnung verbieten wollte oder bekämpfen wollte, müsste man was anderes machen, als eine Partei zu verbieten. Wenn die Politik eine Partei verbietet, ist mein ganz schlechter Schluss, dann will sie eine Konkurrenz in ihren Begriffen nicht haben. Soweit. Und dann habe ich gesagt, unerwünschte Konkurrenz. Was ist das Unerwünschte an der NPD? An der NPD ist unerwünscht, was doppelt ist. Dass sie auf Deutschland immer noch das Bild wirft, das gedeutet werden kann, als die haben immer noch nicht aufgeräumt mit dem Faschismus. Das ist ärgerlich. Das Zweite ist, dass in der Tat die NPD in einigen Fragen der bürgerlichen Politik, Alternativen zur demokratischen Politik anbietet, die nicht aus dem Verkehr zieht, sondern nur Alternativen. Eine Alternative habe ich genannt. Der NPD ist die Ausländerpolitik nicht radikal genug. Nicht radikal genug. Die sagen, wir können die hier gar nicht. In der Programmatik der NPD heißt, jedes Volk hat das Recht, in seinem Territorium, in seiner Nation zu leben. Das gilt auch für die Ausländer. Die wollen wir nicht umbringen, sage ich jetzt in Ergänzung, sondern die sollen in ihrer Heimat glücklich werden. Das ist ein Standpunkt, der ist für den demokratischen Staat deswegen so ärgerlich, weil der demokratische Staat eine viel weitergehende, ich sage jetzt mal das Wort vielleicht ein bisschen falsch hier, imperialistische Vorstellung hat darüber, wie man dem Staat Ressourcen zufügen kann. Der demokratische Staat betrachtet im Prinzip heute als Ressource nicht den nationalen, sondern den Weltarbeitsmarkt. Und sagt, da holen wir uns, was wir brauchen. Und wenn das Ausländer sind, dann werden die unter bestimmte Bedingungen gesetzt. Aber da ist die Frage des Nutzens uns wichtiger als der Verdacht. Die NPD sagt, der Verdacht ist uns wichtiger als der Nutzen. Es gibt noch ein paar andere Punkte in Sachen, denn noch einen Punkt, in Sachen Bündnispolitik. Die NPD sagt, Bündnispolitik, Europa, NATO und so weiter, ist ein Souveränitätsverlust für Deutschland. Debatte läuft gerade im Augenblick, ihr wisst, Linkspartei und Gauweiler von der CSU sind der Auffassung, ja, das ist ein Souveränitätsverlust für Deutschland, da freut sich die NPD. So. Deutschland kann sich Souveränitätsverlust nicht leisten, weil sonst tanzt Deutschland nach der Pfeife mächtiger Staaten, zum Beispiel den USA. Also raus aus den Bündnissen. Oder in den Bündnissen eine Politik machen, dass die andere nach unserer Pfeife tanzt. Der demokratische Staat sagt, im Prinzip habt ihr recht, auch wir wollen nicht nach der Pfeife von anderen Mächten tanzen. Aber um eine Größe und eine Wucht in der weltpolitischen Konkurrenz zu erreichen, die es uns erlaubt, den Spieß umzudrehen, dass die anderen nach unserer Pfeife tanzen, ist es nötig, dass wir vorübergehende Souveränitätseinschränkungen uns gefallen lassen und unter dem NATO-Schutzschirm beispielsweise der USA uns größer und mächtiger aufführen, als wir es ohne den Schutzschirm wären. Das sind zwei Punkte, die dafür stehen sollten. Das sind die anderen Varianten von bürgerlicher Politik, die der Faschismus hat und die gegenwärtig nicht so richtig passen in das, was der demokratische Staat macht. Übrigens, ich habe deswegen die beiden Beispiele gewählt, weil es mal klar machen sollte, Faschismus, Neofaschismus ist nicht Hitlerei. So wie es die Antifa und einige andere. Faschismus ist nicht Euthanasie und Holocaust. Faschismus ist ein Staatsprogramm, das auf der von ihm beschworenen Einheit, ideologischen und praktisch gemachten Einheit von Staat und Volk basiert, die nationale Reinheit des Volkes benutzen will, um das, was der deutsche Staat, was dem deutschen Staat an Weltmacht gebührt, durchzusetzen.
So, das ist der ganze Witz. Gegenwärtig hat die NPD kein Problem mit den Juden. In ihrem Programm nicht. In ihrem ideologischen Überbau schon. Das ist ja aber eine andere Geschichte. Die Juden von heute sind für die NPD die Ausländer. Die wollen sie weghaben. Die stören sie bei ihrem, in ihrer Vorstellung von dem, was, wie man Deutschland zur Größe bringen kann. Die Ausländer untergraben die Volkssubstanz, damit ist kein guter Staat zu machen, sagen sie. Aber das sind jetzt nochmal, übrigens, das ist, habe ich alles ausführlicher gemacht in meinem neuen Buch, der Schoß, demokratische Schoß ist fruchtbar. Diese falsche, theoretisch falsche Gleichsetzung des heutigen Faschismus, des Neofaschismus mit dem Faschismus, mit einem auf Holocaust und Euthanasie reduzierten Faschismus, ist einer der größten Fehler, die auch zum Teil von der Antifa, von der linken Antifa geteilt werden. So, jetzt habe ich zwei Punkte genannt. Zusammengefasst heißt es als Antwort auf Ihre Frage, die sind nicht unerwünscht, weil sie das Gegenteil von Demokratie sind, weil sie hier alles kaputt machen würden, sondern weil sie eine Variante von Innen- und Außenpolitik präferieren, zu dem der demokratische Staat sagt, das nützt uns nicht. Die verkennen die imperialistischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Theoretisch heißt das, es ist eine kleinliche Kritik einer Demokratie, die die Faschisten haben. Ich hätte noch eine Frage, eine Verständnisfrage. Also für mich kam es manchmal zu einer Vermischung von Demokratie, demokratischer Staat und einer kapitalistischen Demokratie. Also ist es gewollt, verstehen Sie das darunter? Ja. Oder sagen, sprechen Sie, wenn Sie von Demokratie sprechen, die Form der Demokratie, wie sie hier vom Staat ausgeübt wird? Also, dass ich demokratisch regierter Kapitalismus ein paar Mal gesagt habe, verweist darauf, es gibt auch andere Touren, Kapitalismus zu regieren. Den kann man zum Beispiel mit dem König regieren, den kann man mit einer Diktatur regieren, den kann man faschistisch regieren, den Kapitalismus. Und hier ist es die Demokratie als die Staatsform, die dafür sorgt, dass der Kapitalismus tatsächlich als Grundlage staatlicher Macht, Wachstum, Reichtum auswärts und so weiter funktioniert. Das war der Gedanke. Also es gibt, ich behaupte sogar, die passen wunderbar zusammen, diese Staatsform und diese Ökonomie, aber das ist ja wieder ein eigenes Thema. Nur eine kurze Anmerkung zu dem, was Sie vorhin von den achten Argumenten gesagt haben, was auch wieder aufgegriffen haben, zu diesem Verdachts, also diesem Generalverdacht, den der Staat gegenüber Ausländern hat. Und Sie haben dann ausgeführt, dass dieser Verdacht, den der Staat hat, auf die Bürger abfärbt, was die Bürger diesen Verdacht auch lernen, dass die Bürger dementsprechend Verdacht vor Ausländern haben, in irgendeiner Form. Und das, was das bedeutet oder was suggeriert, ist das als Xenophobie, eigentlich. Das ist das eine. Das zweite kommt, dass sie das erweitert haben durch einen Antagonismus. Sozusagen Ausländer dann gut und erfolgreich sind in Deutschland, wenn sie ihn Nutzen bringen. Antagonismus ist für mich eine rationale Entscheidung. Das heißt, sie unterstellen hier, weil sie wirklich ausdifferenziert haben, der breiten Bevölkerung Deutschlands zum einen Xenophobie und zum zweiten rationale Entscheidung für Antagonismus. Haben Sie es verstanden oder falsch? Den letzten Punkt habe ich nicht verstanden. Was dass Sie dem deutschen Volk oder dass Sie den breiten Bevölkerung unterstellen, dass Sie zum einen xenophob sind und zum zweiten rational entscheiden für antagonistisches Handeln und Denken. Für antagonistisches Handeln und Denken. Was meinen Sie unter, was verstehen Sie unter antagonistischem Handeln und Denken? Dass Ausländer dann in Ordnung sind und gut sind, solange sie hier dem deutschen Volk Nutzen bringen. Das ist eine Abwägung, die ist. Die macht jeder Mensch für sich rational selber. Das ist Rational Choice Theory. Das heißt, sie unterstellen damit, dass tatsächlich, weil sie es nicht differenziert haben, dass die Bevölkerung davon ausgeht, dass diese Gedanken im Kopf der Bevölkerung abgehen und durchgenommen werden, Stück für Stück, gepaart mit einem xenophobischen Gedanken, den sie formuliert haben. Das finde ich eine sehr harte Kritik an der Bevölkerung. Und das Missverständnis. Okay. Missverständnis. Erstens, ich habe nicht gesagt, das deutsche Volk ist xenophob. Mhm. Aber es hat ja auch einen Verrat. Also ich habe gesagt, wenn es hier, ich drücke es nochmal anders aus, nicht in der Schrittfolge 1 bis 10, sondern vom Resultat her,
Wenn es hier eine durchgesetzte Fremdenfeindlichkeit gibt, die ist auch empirisch bewiesen, eine durchgesetzte Fremdenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit ist die deutsche Übersetzung von Xenophob, dann frage ich mich, woher die kommt. Das war meine Frage. Das heißt nicht, die deutschen Bürger sind alle fremdenfeindlich. Sie sind es nicht, ich bin es nicht. Sind wir schon zwei. Vielleicht noch drei, viel mehr. Okay. Sondern umgekehrt habe ich gedacht. Wenn der Nationalismus es bis zum Rechtsextremismus hierzulande gebracht hat, der an Stammtischen regiert, dann liegt dem eine Fremdenfeindlichkeit zugrunde. Die habe ich erklären wollen. Und das sind keine Allaussagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe nicht behauptet, wenn sie nützlich sind, sind die Ausländer gut. Ich habe das Gegenteil behauptet. Ich habe behauptet, der Staat hält an seinem Verdacht, an seiner politischen Ausländerfeindlichkeit, an seiner Verdachtshaltung, das sind Bürger eines fremden Staates, auch dann fest, wenn er sie hierzulande für nationalen Nutzen instrumentalisiert. Ich habe das an zwei Beispielen oder an drei Beispielen nachgewiesen. Bis hin zur Integration. Bis hin zur Integration, wo die ihren Migrantenstatus nicht loswerden. Selbst darin äußert sich noch dieser Verdacht, der dann mich zu dem Amerika-Beispiel, Pearl Harbor-Beispiel geführt hat. Wie die Bürger dazu denken, das ist immer noch eine zweite Sache. Da habe ich einen Teil ausgelassen, da kann ich kurz was zu sagen. Ich habe einen Satz dazu gesagt. Wenn der Staat sagt, Gastarbeiter in Anführungszeichen brauchen wir, Green Cards brauchen wir, wir brauchen Informatik-Spezialisten aus Finnland, und dann die Bürger sagen, aber das sind doch Ausländer und das Boot ist voll und die machen uns hier alles kaputt und sie sind Parasiten und so weiter und so fort, dann ist der Staat in Überzeugungsnot. Dann muss er sie von der ausländerfeindlichen Standpunkt, den er den Leuten beigebracht hat, die Relativierung beibringen. Und da kennen Sie diesen Spruch von Beckstein, der die Hauptleistung der AGB, die Hauptlast der Agitation getragen hat, die hieß: Ausländer, die uns nützen, die sollen hier bleiben und welche, die uns ausnützen, sollen gehen. So versucht er seinen Bürgern den Standpunkt des Nutzens, also der Relativierung des Verdachts, Relativierung des Verdachts selbst nahezubringen. Ob denen das einleuchtet, ist wieder eine andere Frage. Und umgekehrt sagt er auch, manchmal ist es viel zu viel, das Boot ist voll, Kinder statt Inder, und bringt sie dann auf die andere Tour. Also der hat da mit den Bürgern, gerade weil er ihnen die prinzipielle Stellung beigebracht hat, Ausländer haben hier nichts zu suchen, je nach Konjunktur der Ausländerpolitik immer einige Überzeugungsaufgaben zu leisten. Also der Widerspruch liegt nicht vor, sondern ich habe gesagt, das sind verschiedene Varianten, wie Ausländerfeindlichkeit sich sowohl äußert, in dem Schengen-Abkommen um Europa, wo Tausende von Menschen im Mittelmeer versaufen, als auch in der Art und Weise, wie sie hier instrumentalisiert werden für bestimmte Zeiten. Dem liegt diese, keinem wird gesagt, hallo, was willst du, armes Schwein, bist geflohen, hast kein Haus über dem Kopf, deine Familie hängt irgendwo rum, wir sorgen dafür, dass ihr hier zusammenkommt und schön leben könnt. Sie wissen, das ist nicht der Standpunkt der Ausländerpolitik. Und was die neuesten Verschärfungen der Ausländerpolitik, die man jetzt vor kurzem in der Zeitung lesen kann, da wird es noch schlimmer. Nur kurz dazu. Sie haben gerade wieder gesagt, der Staat hat es dem Bürger beigebracht. Ja. Er hat das selber gesagt, was ich vorhin auch nochmal gesagt habe. Mhm. Und er hat auch gesagt, der Staat muss den Bürger überzeugen. Ja. Zu diesem, was ich Antagonismus genannt habe. Ja. Das heißt, deswegen meine explizite Frage, gehen Sie davon aus, dass der Bürger, der das vom Staat gelernt hat, und was ist dann für Sie, die zweite Frage, was ist denn, oder wer ist der Bürger, gehen Sie davon aus, dass der Bürger tatsächlich überzeugt werden muss, weil er nämlich xenophob ist, dann ist das nicht in Ihrer Argumentation, dass Sie sagen, der Bürger hat es gelernt, der Bürger muss überzeugt werden, da Sie nicht differenzieren, Sie sprechen immer nur von dem Bürger,
gehen Sie denn nicht davon aus, Entschuldigung für die Suggestion, gehen Sie denn nicht davon aus, dass tatsächlich dann für Sie der Bürger, der deutsche Bürger, xenophob ist? Also, jetzt verstehe ich, Sie haben den psychologischen Xenophobie-Begriff drauf. Dass der Mensch sozusagen von sich aus eine Fremdenfeindlichkeit hat. Das halte ich für ganz falsch. Das halte ich für ganz falsch. Ich verstehe das ein bisschen falsch. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Bevölkerung so ein bisschen darstellen heute als fremdenfeindlich, ausländerfeindlich. Nehmen wir es halt so, nicht xenophob, sondern ausländerfeindlich. In einer Richtung, die schon fast politisch aufgeladen rechtsextrem ist. Und da ist der Begriff rechtsextrem. Ja, das ist der Übergang dahin. Ja, rechtsextrem ist, aber ist doch per se extrem, weil es am Rand der Gesellschaft passiert, weil es wenig sind, weil es die Gesellschaft ist, weil es wenig. Das stimmt leider nicht. Das stimmt leider nicht. Dann haben wir wieder ein Problem des Verständnisses, denn ich habe das Gefühl, wenn Sie über den Bürger reden, reden Sie über Menschen, die zumindest latent rechtsextrem sind. Nein, nicht von dem Bürger. Ich will es nochmal sagen. Umgekehrt gehe ich ran. Ich entdecke hierzulande, gibt es erstens Untersuchungen über Fremdenfeindlichkeit. Ja, noch und nöcher. Noch und nöcher. Die alle festgestellt haben, 50-60% der Menschen sind fremdenfeindlich. Ja, die andere Hälfte ist eben nicht. Und der andere Teil ist nicht fremdenfeindlich. Das Beispiel kam heute Morgen, heute Abend ein bisschen ja, kurz. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich rede nicht von dem, ich mache keine Allsätze, sondern ich sage, wenn es diese Sorte Fremdenfeindlichkeit gibt, mit den Übergängen zum Rechtsextremismus. Ja, woher haben die denn das, die Leute? Kein Mensch hat von sich aus zu einem Ausländer den Standpunkt, der stört hier. Die schönsten Beispiele sind immer, da gibt es den Menschen, der sitzt in Kreuzberg, der deutsche Staatsbürger, ein Staatsbürger in Kreuzberg und sagt, die Ausländer müssen raus, aber der Ahmed kann bleiben, der ist nicht. Weil die unmittelbare Erfahrung, Lebenserfahrung mit ihm, widerspricht der staatlichen Stellung zum Ausländer. Zweites Beispiel. Kinder in der Schule oder auf der Straße, die haben überhaupt kein Problem mit Ausländerkindern, von mir aus auch welche mit anderer Haarfarbe, mit anderer Hautfarbe zu spielen. Das ist ein Spielkameraden. Und dann kriegen sie irgendwann von den Eltern oder von der Schule beigebracht, mit denen spielen wir. Das sind die ausländischen Schmuddelkinder. So. Da ist nichts von Natur. Und diese Sorte Sortierung folgt nicht aus den Erfahrungen des Menschen in seinem Alltag. Weder in der Schule noch in der Arbeitswelt. Da sind es Konkurrenten, da sind es Arbeitskollegen, sitzen am selben Band, kriegen dieselbe miese Bezahlung, müssen dieselbe miese Arbeit machen und so weiter. Also aus der Erfahrung im Umgang mit Ausländern hier kommt die Ausländerfeindlichkeit nicht. Hätte ich vielleicht noch erwähnen müssen. Sie kommt, woher kommt sie? Dass sie diese Verdachtshaltung des Staates übernommen haben und sich zu eigen gemacht haben. Und die wird dann bebildert. Die wird dann rassistisch bebildert. Wie stellen Sie sich das vor, wie Sie das eben gesagt haben, dass Schulen das dann suggerieren, dass du nicht mit dem spielen darfst und nicht mit dem spielen darfst? Also das habe ich noch nie erlebt und das habe ich noch nie gehört, dass man dann auch, weil man in der 8. Klasse sagt, übrigens, der Ahmed neben dir, der kommt eigentlich gar nicht von mir. Und, in der Schule geht es anders. In der Schule geht es anders. Schule als Beispiel gesagt. Ja, ich sag, deswegen differenziere ich es jetzt. Also auf der Straße, wenn die Eltern erstmal so sind, passiert das ständig, dass sie sagen, mit denen spielt man nicht. In der Schule geht es differenzierter los, zu. In der Schule, ich will es mal andersrum aufziehen. Wo gibt es in der Schule eine Lehrplaneinheit, ein Stück Curriculum, das sagt, die Unterscheidung Inländer, Ausländer geht an dem, was die Menschen selber sind und wollen, total vorbei. Gibt es nicht. Die Infragestellung dieses Ausgangspunktes als Schulstoff wäre glatt staatsversetzend. Stattdessen wird den Kindern beigebracht, wie man mit der Sortierung so umgehen muss, dass man nicht zum Rechtsradikalen wird. Das heißt, immer wird auf der Grundlage der Sortierung werden Unterrichtseinheiten gemacht. Zum Beispiel, wir kochen jetzt mal afghanisch. Das soll bedeuten, das ist doch nur eine andere Kultur und mit denen gegenüber muss man tolerant sein. Das ist nur eine andere Kultur und wir müssen tolerant sein, unterstellt immer schon,
Erstens die Sortierung Inländer, Ausländer, die wird nirgendwo angegriffen. Diese Schweinerei, diese prinzipielle Menschensortierung, diese Abstraktion, die an all dem vorbeigeht, was die Menschen sind und wollen, unterstellt das, wird nirgendwo in Frage. Es wird nur in Unterrichtseinheiten diese Toleranzpredigten und sonst was gemacht, damit die Leute halt, wenn sie denn auf dem Standpunkt sind, die Ausländer gehören sich nicht, nicht gleich den Baseballschläger in die Hand. Nicht einverstanden. Naja, also ich fand es jetzt unfair, dass Sie gesagt haben, die Eltern auf der Straße sagen dann, mit denen spielt man nicht und so, weil das unterstellt ja schon wieder, dass, was er gesagt hat, dass wir latent recht extrem sind, alle Menschen. Und nicht alle, ja, sondern die, die es sind, sind es. Ich kann Ihnen da Beispiele sagen. Schauen Sie, große Teile in Berlin, da ziehen deutsche Staatsbürger weg, weil sie sich und ihren Kindern nicht zumuten wollen, in einem Viertel zu leben, wo vermehrt Ausländer sind. Ja, warum machen die denn das? Das ist in Neukölln so, das ist in Kreuzberg so. Und Sie glauben echt argumentativ, dass es daran liegt, dass da vermehrt Ausländer sind und nicht zufälligerweise, dass da mehrheitlich Ausländer sind und da grundsätzlich Integrationspolitik verbockt wurde? Also, schon allein das Wort Integration, das zeigt sich, es sind doch trotzdem alles Menschen. Das ist ja, das ist doch richtig. Und eben diese Unterteilung, zwischen das sind Ausländer und das sind quasi keine Deutschen oder so, aber die leben doch jetzt quasi auch in Deutschland. Das sind doch Menschen in Deutschland. Das war ja das, was wir vorhin hatten, dass man das doch auf der Straße den Leuten eigentlich gar nicht anzieht. Aber eben dieses Gefühl, ich bin hier ja gar nicht mehr quasi in Deutschland, ich bin hier ja gar nicht mehr in meiner Heimat oder wie auch immer und deswegen dort aus dem Viertel rausziehen. Ich glaube, das ist das halt, was er eben meint sozusagen. Da ist das schon in dem Kopf drinnen, ja, eben diese Trennung. Und diese Trennung, und das hat er überzogen dargestellt, mit dass dann die Eltern sagen, mit denen spielen wir nicht. So habe ich das jetzt aufgefasst. Dass das natürlich eine übertriebene Darstellung war, dass sie nicht hier 60% der Deutschen. Selbst das gibt es. So. Ja, ich weiß, aber das ist eben schon diese latente, sozusagen, das ist schon so drin in deinem Kopf, sozusagen, also in deinem Kopf der einzelnen Leute, diese Trennung zwischen eben Menschen unterschiedlicher Herkunft, eben in die unterschiedlichen Länder. Und nicht, dass du einfach nur, dass, wenn jemand sagt, er kommt aus Taiwan oder so, dass du dann weißt, aha, das ist eine geografische Region, jetzt weiß ich grob auf dem Erdball, wo er herkommt, sondern du denkst an das Land sozusagen, denkst dran, oh, ist nicht mittlerweile China oder so, sondern. Also es ist, verstehst du, es ist eben dieses. Ich weiß, was du meinst. Es ist sehr schade, dass wir denjenigen nicht einfach als Menschen sehen. Ja, genau. Als Weltbürger, ganz klar. Das ist kacke. Und das war was wir sozusagen. Ja, weil das hätte mit deiner Frage, ob das vermehrt oder mehrheitlich Ausländer sind und ob das der Grund ist, dass die da wegziehen. Also naja, weil es eine Verharmlosung der Zustände ist. Wenn er sagt, in Kreuzburg, wenn Sie sagen, in Kreuzburg sind die Leute weg, weil da vermehrt Ausländer sind, dann, das reicht oftmals noch nicht. Ganz im Gegenteil, in solchen Gegenden ist oft auch ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis noch. Aber wenn es kulturell gibt, dann überlegt sich vielleicht auch ein normaler Deutscher, ob ich mich da noch wohlfühle. Und ich sage ganz ehrlich, das ist das Recht auch jedes Menschen zu sagen, okay, hier fühle ich mich nicht mehr wohl, weil die Kultur, die um mich herum mehrheitlich ist, nicht meine ist. Und ich das nicht für meine Kinder als deren Umgebung habe. Das hat auch mit Rassismus noch nichts zu tun oder mit Ausländerfeindlichkeit. Das hat eigentlich was mit Kulturbewusstsein oder mit individueller Entscheidung der Lebensweise. Das hat was mit Teilweise des deutschen Zuständes zu tun. Also, ich weiß nicht. Also die Unterscheidung, ob es jetzt vermehrt, ob es jetzt 50, 60, 70% sind, ist mir jetzt egal. Das kommt ein bisschen darauf an. Es sind in jedem Fall für den Einzelnen nicht tolerierbare Zustände. Und da müssen wir drüber reden. Ja, und das ist eine Straße. Na klar. Der Ausgangspunkt ist dann aber auch nie andere Kultur. Dieselben Leute, die sagen, ich halte es in Kreuzberg oder in Neukölln nicht mehr aus, wo fahren die in Urlaub hin? Besichtigen andere Kulturen und finden das echt geil und bereichernd. Ja, aber die möchten dort nicht wohnen. Das heißt eben gerade, Kultur ist nichts anderes als die Bebilderung, die Übersetzung, das sind nicht Deutsche. Die gehören nicht zu uns. Das ist eine Unterstellung. Das ist schon eine Schlussfolgerung, die ich gezogen habe. Das ist eine Schlussfolgerung und wenn Sie das allen unterstellen, genau das nämlich eine Unterstellung. Nein, ich habe es gerade als ein Argument vorgetragen und nicht als Unterstellung, einen Schluss gezogen. Also, ja, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich bin der Meinung, das ist eine andere Kultur und deswegen bin ich gleich.
gleichzeitig der Meinung, der gehört nicht hierher. Das haben Sie demjenigen, der das gerade geäußert hat, unterstellt, wenn ich nicht unterstellt. Nein, ich habe gesagt, wenn der sagt, das ist eine fremde Kultur und deswegen ziehe ich weg, dann ist das eine Lüge. Das ist nicht der, wahre Grund. Weil derselbe Mensch geht dann nachher Pizza essen oder holt sich einen Döner oder fährt in Urlaub nach Marokko. Da hat er überhaupt nichts gegen fremde Kultur. Klar, weil er mal einen Döner essen will oder mal in Urlaub fahren will. Also ist die Ablehnung der Kultur liegt nicht an Kultur. Sondern ist die Ablehnung von Kultur nichts anderes als die Übersetzung der abgelehnten Nationalität, das sind Nicht-Deutsche, in fremde Kultur. Übrigens hier. Das sind Verallgemeinerungen. Also die Gründe sind viel zu individuell und zu komplex, als dass man das darauf einfach unterbrechen kann, meine Meinung. Tja, ich brech's halt. Das gibt es bestimmt auch umgedreht. Also ich. Ja, klar. Ich schlage mich jetzt mal aufs Glatteis, aber es gibt bestimmt auch den Fall, dass größere Gruppen von Minderheiten aus derselben Region auch sowas wie einen Nationalismus behalten oder dem das zumindest unterstellt wird und dass man sich davon abgrenzen will. Also ich habe halt schon öfter natürlich mit so gibt's das. Stammtischmenschen geredet, ja. Auch aus dieser Region, aus diesen Teilen von Berlin. Und die haben immer ihre Geschichten drauf, ob sie die erlebt haben oder aus der Zeitung haben oder zusammenfantasiert haben, spielt ja keine Rolle, von angeblich nationalistischen, wie Sie sagen, Ausländerkindern, die dann die deutschen Kinder jagen, weil hier lokal die Minderheit sind. Aber das ist ja ist jetzt ja. Unabhängig von der Flagge genau dasselbe Problem und da richtig. Ist genau dieselbe Kritik dran, oder? Ja. 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 Er hat ja eingangs auch gesagt, dass er eigentlich jetzt nicht nur Deutschland, sondern halt ja. Einen demokratischen Staat reden wollte, womit man ja quasi das austauschen kann, sozusagen. Also wir sind jetzt halt zum Schluss in Deutschland gelandet, aber was du sagst, kannst du nicht reden. Ich war neulich in einer Schule, im Gymnasium, da sollte ich eine Projektwoche über Rassismus betreuen und da hatten die vorher schon so Aufkleber gemacht. Und ein Aufkleber hieß, ich bin Ausländerfreund. Das ist die Umdrehung des Nationalismus. Ausländerfreund? Wieso denn das? Wen kennst du? Wonach entscheidest du, wer dein Freund ist? Nach Nationalität? Abstrakt? Abstrakt? Die fremde Nationalität ist dir Freund? Kann doch wohl nicht sein. Das ist nur die Umdrehung davon. Ganz ärgerlich. Das fiel mir ein bei dem, was du gerade gesagt hast. Ja, klar, das gibt es. Es gibt ganze Viertel, in denen die ihren Nationalismus gegen die Deutschen ausleben. Natürlich. Natürlich. Es gibt Bandenkriege in Berlin, wo türkische und russische Nationalistenbanden auf deutsche Nationalistenbanden losgehen.